Gerichtet an jeden individuellen Menschen. Und hier richtet sich Paulus nicht über Ungläubige oder Gläubige, sondern an alle Menschen. Ich lese nochmal vor und dann werde ich es ganz kurz erklären. Auch euch hat er auferweckt, da ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst lebtet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, dem Satan, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit in den Kindern des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen haben auch wir an die Gläubigen. Unter ihnen haben auch wir alle einst in den Begierden des Fleisches gelebt und folgten dem Willen des Fleisches und unserer Vernunft und waren von Natur Kinder des Zorns. Wir alle sind von Natur Kinder des Zornes. So. Genau wie die anderen, sagt Paulus. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir durch die Sünden tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden und hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt in die himmlischen Regionen, in den himmlischen Welten in Christus Jesus. König David sagt in den Psalmen: Herr, ich danke dir, dass du meine Seele aus dem Totenreich gerettet hast. Jetzt kommt ein Beispiel. Oder ich erkläre das einfach kurz. Wir sind alle Sünder, wir sind alle in Sünden geboren. Jeder, der in Sünden geboren ist, ist unmündig. Der Unmündige kann nicht sündigen. Der Unmündige, das Baby, der Fötus und dann das Baby und dann auf jeden Fall das Kind, das unmündig ist und nicht von Gut und Böse unterscheiden kann, ist unmündig. Er ist oder sie ist in Sünden geboren, doch kann nicht sündigen, ist unmündig. Aber sobald das Kind das Baby von Gut und Böse unterscheiden kann, dann kann die Sünde. Und die Sünde ist die Nachfolge des Todes. Der Lohn der Sünde ist der geistliche Tod. Das bedeutet, wenn du von Gut und Böse unterscheiden konntest und du gesündigt hast, bist du von Natur was? Ein Kind des Ungehorsams. Dann kommt der Satan und sagt und gibt dir, der gibt dir Philosophie, der gibt dir 8 Jahre, 9 Jahre Pflichtschule, der gibt dir Atheismus, der gibt dir Homo sapiens, der gibt dir Urknalltheorie, der gibt dir Islam, der gibt dir Buddhismus, der gibt dir ein bisschen Hinduismus, der tröpfelt ein bisschen Lügen von Lügen hinein, damit du dumm in diese Welt und ohne Glauben und ohne ewiges Leben und ohne Weisheit weiterhin dein Leben bestreitest als ein Kind des Teufels. Nämlich die Kinder des Teufels wissen gar nicht, dass sie Kinder des Teufels sind. Ihnen ist es nicht bekannt. Ihnen sind die Augen nicht geöffnet. Ihnen sind die Ohren nicht geöffnet. Wie die Pharisäer gesagt haben, sind denn auch wir blind? Denn wenn ihr blind werdet, dann hättet ihr keine Sünde. Aber da ihr sagt, wir können sehen, darum bleibt eure Sünde. So, zu dem kommen wir auch dann später. Das bedeutet, der Psalmist König David sagte, ihr seid alle... Nee, danke Herr, dass du meine Seele aus dem Totenreich gerettet hast. Das bedeutet, jeder individuelle Mensch, wenn er stirbt, vor Christus, ist in den Totenreich gekommen. Wir lesen die Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann. Der reiche Mann, der hatte alles. Der hatte Frauen, der hatte Essen, der hatte vieles. Der hatte alles, was er wollte. Dann gab es einen, der hieß Lazarus. Und Lazarus hat den Brot, die Samen und das, was vom Tisch des Reichen runterfliegt, hat er genommen und hat gegessen. Und Lazarus war auf dem Boden, hatte Geschwüre überall und jeder hat ihn angespuckt, hat ihn nicht anerkannt und die Hunde kamen und haben seine Wunden geleckt. Aber was hatte Lazarus? Lazarus hatte Glauben an Gott. Er hatte die Hoffnung, nachdem er stirbt, in einen besseren Ort zu kommen. Und dann kam der Tag, dass beide sterben mussten. Der reiche Mann starb und Lazarus starb. Der reiche Mann, der auf dieser Erde alles hatte, der durch die Begierden des Fleisches und die Begierden des Auges alles, was er wollte, gemacht hat. Und der reiche Mann öffnete seine Augen, nachdem er starb, und hat sich was, wo gefunden? In einem Ort äußerster Finsternis. Er sagte dann später zu Abraham, ich erleide Pein, Schmerzen in diesen Flammen. Also der reiche Mann starb und kam in den Totenreich, in der schlechten Seite. Ja, es gibt Totenreich, Sheol und ein Bereich, ein großer Bereich, der ist sehr, sehr groß, wo Seelen hinkommen, die Christus nicht anerkennen, nach der Kreuzung und vorher schon diejenigen, die einfach prahlerisch gelebt haben, ohne Vernunft, ohne Weisheit, ohne den Gott Israels, den wahrhaftigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, anzuerkennen. Lazarus starb auch. Lazarus, da kamen die Engel Gottes
nahmen Lazarus und brachten ihn auch in den Totenreich, in den Sheol, Abrahams Schoß. Warum? Jetzt fragen sich einige Christen, ey, das steht. Paradies? Ja, vor der Kreuzigung, vor Christus gibt es zwei Bereiche, denn Christus war selber im Sheol, im Totenreich, 3 Tage, als er unter der Erde war. Diejenigen, die die Hoffnung auf den Messias hatten, wie Lazarus und den Glauben an Gott, die kamen in den Sheol, in den Totenreich, wo sie quasi, ja, ich weiß nicht, aber ich denke auf jeden Fall einfach entschlafen sind. Das sind Menschen, die entschlafen sind. Seelen, die ihre Seele ausruhen. Dann gibt es gewisse Leute, die dann in den Totenreich kamen, aber in einem Ort, wo sie gequält worden sind. Abraham bringt dann den armen Lazarus auf jeden Fall zu sich. Und dann sieht man die Kluft zwischen Totenreich, schlechter Seite, und der guten Seite. Dann spricht der reiche Mann zu Vater Abraham, Vater Abraham. Lass Lazarus ein Finger mit Wasser auf meine Zunge geben, denn ich erleide Pein in diesen Flammen. Mein Kind, mein Sohn, du hast die guten Gaben dieser Welt bekommen und Lazarus hat die schlechten auf dieser Erde bekommen. Und jetzt erleidest du Pein in deinem Ort und Lazarus wird verherrlicht an diesem Ort. Und er sagt, ich habe 5 Brüder. Sag meinen 5 Brüdern auf jeden Fall, dass es diesen Ort gibt, dass sie nicht an diesen Ort kommen sollen. Dann sagt Vater Abraham, sie haben Mose und die Propheten. Dann sagt der Reiche, nein, sie hören nicht auf Mose und die Propheten. Sagt Abraham, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, ja, auf wen soll sie dann hören? Dann sagt der Reiche und weissagt, er weissagt auf Christus hin. Aber wenn einer aus den Toten auferweckt wird, dann werden meine Brüder glauben. Dann sagt Vater Abraham, selbst wenn ein Mensch aus den Toten auferweckt wird, werden sie nicht glauben. Und das ist die Prophezeiung auf Christus. Christus ist wahrhaftig. Er ist wahrhaftig nach 3 Tagen von den Toten auferstanden. Und bis heute glauben Hunderttausende, Millionen von Juden nicht, dass Jeschua HaMashiach der Christus ist. Und auch die Muslime und alle anderen, die der Satan ihren Verstand benebelt hat. Luzifer, der 1/3 der geistlichen Wesen verführt hat, verführt auch über die Hälfte der Menschheit und führt sie in die Feuersee. Er führt sie in die Feuersee. So. Was haben wir jetzt gelernt? Wir haben gelernt auf jeden Fall, viele wissen das, dass jeder durch Übertretungen, ein Kind des Ungehorsams, wir durch Christus, nachdem wir Christus angenommen haben, nachdem wir das Wort der Wahrheit angenommen haben, wir gerettet worden sind, wir sind jetzt Kinder Gottes. Wie wird man ein Kind Gottes? Johannes 1,12, ganz klar. Jeder, der an seinen Namen glaubt, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Mannes, noch aus dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren sind. Okay, dann kommen einige und sagen, Bruder, ich habe so viele Sünden in mein Leben getan. Ich habe die Gnade Gottes nicht verdient. Ich kämpfe immer noch mit Sünden. Ich bin ein Sünder. Wie kann ich gerettet werden? Dann sage ich dir, ich auch. Und selbst heute habe ich in einer Gruppe auf WhatsApp gesagt, Leute, ich habe die Gnade Gottes nicht verdient. Was sagen die anderen Brüder? Wir haben es auch nicht verdient. Und darum ist das ewige Leben ein Geschenk, gerechtfertigt durch den Glauben, denn durch den Glauben bist du auserwählt. Nicht jeder, du kannst nicht sagen, Jesus ist der Herr meines Lebens, wenn nicht der Geist Gottes es aus dir bekennt. Aber wenn du nicht bekennen kannst, dass Jesus der Herr deines Lebens ist, ja, wer ist dann denn dein Herr, wenn nicht Christus der Herr deines Lebens ist? Wer ist denn dein Herr? Dein Herr ist der Fürst dieser Welt. Dein Herr ist dein Geld, deine Anerkennung, deine Fleischeslüste und deine Augenlüste. Wenn nicht Christus dein Herr ist, dann ist der Teufel dein Herr. Und das prophezeit auch Jesus. Jesus sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. Und was ist dieses Ich Bin? 2. Mose 3,16. Moses geht zu den Israeliten und sagt ihnen, Ich Bin hat dich gesandt. Das ist der Name Gottes, Jahwe. Jesus sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich Gott im Fleisch bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und dieses Wort ist bis heute dasselbe. Der Satan, der sein Königreich hat, der Satan, der über 5.000 bis 10.000 Religionen gegründet hat, der Satan, der sich in vielen Religionen in anderen Namen vorgibt. Und ich sage dir das als Ex-Muslim, ich sage dir das als sunnitischer Ex-Muslim, ich sage dir das aus Liebe. Warum rede ich so viel über Muslime? Ja, wenn ich ein Hinduist wäre, dann würde ich über Hinduisten reden, also als Ex-Hinduist zum Beispiel. Oder als Ex-Atheist, dann würde ich zu Atheisten sprechen. Da ich aber ein Ex-Moslem bin
und der du ein Muslim bist und mir gerade zuhörst und sagst, ah, wie viel Rakat hat das Gebet von Dur? Wie viel Rakat hat Wudu und so ein Quatsch, so Fun-Fragen, ne? Ich kann dir sogar Suren aufsagen. Ich kann dir sogar meine ganze Lebensgeschichte aufzeigen. Ich kann dir meine Familie zeigen. Ich kann dir zeigen und offenbaren, dass immer noch alle sunnitische, muslimische Leute sind. So. Wenn meine Familie immer noch sunnitische, muslimische Menschen sind und ich so spreche, wie ich gerade spreche, nämlich, dass der Islam ganz klar die Religion des Antichristen ist, dass Allah nicht der Name Gottes ist, dass er sich versteckt unter Sure 354, die listige Schlange, dass er der Teufel ist, dass Krishna und Buddha und alle anderen Vergötterungen, die es auf dieser Erde gibt, ganz klar dämonische Geister sind, die vom Satan auskommen. Ne? Ich sag's euch, viele sagen ja immer dann, ja, wir werden sowieso am Ende sehen. Die Muslime sagen das ja gerne, sagen ja, ja, wir werden Yawm al-Qiyamah sehen, wer die Wahrheit gesagt hat. Oder wenn sie gerne sagen, Inshallah ist dieser Bruder im Paradies. Oder Inshallah, ich komme in Al-Firdaus oder Al-Jannah. Ja, das ist so traurig, dass sie so etwas sagt. Okay, Orthodoxe würden auch sagen, ich bin heute gerettet, ich bin morgen gerettet und ich hoffe, dass ich auch übermorgen gerettet bin. Okay, aber wenn du nicht die Gewissheit hast, und wenn der Geist Gottes nicht Zeugnis gibt in deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist, und wenn der Geist Gottes nicht dir die Sicherheit gibt, dass du versiegelt bist mit dem Heiligen Geist der Verheißung, und wenn du nicht dieses ewige Leben in dir hast und du sagst, okay, ich bin Christ, ich bin ein Nachfolger des Christus, keine Heuchelei, sondern ich folge ihm nach, versuche es zumindest, ja, ich bin ein Mensch, ich sündige, ich falle, ich bin ein natürlicher Mensch, aber ich versuche mein Bestes und ich bekenne, dass Jesus mein Herr und mein Gott ist, dass er für meine Sünden gestorben ist, der wahrhaftige Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, ganz klar für meine Sünden, für die Sünden der Welt gestorben, wahrhaftig am dritten Tag auferstanden, er lebt in mir, er leitet mich. So, wenn du das alles bekennen kannst, Halleluja, ich verurteile dich nicht so. Aber ihr Muslime, Buddhisten, Hinduisten, Atheisten, ihr habt diese Angst, ihr werdet bis zu eurem Tod diese Angst in euch haben. Ihr wisst nicht, was mit euch passiert. Ihr lebt ein geheucheltes Leben mit der Hoffnung auf einen Gott, der nichts zu tun hat mit dem Gott der Tora, mit dem Gott der Bibel, Altes, Neues Testament, Lehre Mohammed, ganz klar eine falsche, dämonische, satanische Lehre, laut der Lehre des Christus, das sind nicht meine Worte, Christus sagt, dass eure Lehre verflucht ist. Christus sagt, dass eure Lehre satanisch ist. Christus sagt durch den Geist Gottes in allen Propheten und Jüngern und Aposteln und ganz klar auch durch Engel Gabriel und ganz offenbar durch Johannes, dass jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, dann hat er Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. So. Ihr seid manche in der Lehre des Atheismus. Ne? Ihr glaubt ja, dass ihr erster wart, ihr Matthias. Ne? Und dann wart ihr ein, weiß ich nicht, eine Zelle und durch die Zelle wurde eine zweite und dann wart ihr, weiß ich nicht, dann wart ihr erst eine Giraffe oder dann wart ihr ein Affe und dann vom Affen wurdet ihr zum Neandertaler und vom Neandertaler wurdet ihr zu einem noch offensiveren und stärkeren Affen und von diesen Affen wurdet ihr ein Homo sapiens und dann Homo erectus und diesen ganzen satanischen, dämonischen Schwachsinn, indem ihr den allmächtigen Gott lästert, dass ihr in dem Bild des Affen geschaffen seid, obwohl die Bibel sagt, ihr seid nach dem Bild Gottes geschaffen. Ihr lästert. Die ganze Evolutionstheorie ist eine Lästerung gegenüber dem Gott der Himmel. Bist verführt. Du bist verführt im Atheismus. Eine Wahrheit und es gibt nur eine offensichtliche Urheberschaft von einer Göttlichkeit. Und diese Urheberschaft ist 1. Mose 1,1 bis
Offenbarung 22. Und dieser Gott, der von 1. Abraham nicht diesen Stein entworfen hat, sondern Abraham war nicht mal in der Nähe von diesem Stein. So. Und ihr auf Ishmael ganz klar sagt, wir sind die Nachkommen Ishmael, obwohl Ishmael, Ismael, Isaac ist nicht quasi die Verheißung ist nicht von Isaac, von Jakob. Die Verheißung ist durch Jakob, nicht durch Isaac. Ah, tut mir leid, Ismael, nicht Isaac. Jakob, Abraham und Isaac. Nee, ich rede hier von Ismael. Oder ihr sagt Ismael. Ist nicht, sondern die Verheißung ist auf jeden Fall durch Jakob, der Gott Abraham, Jakob und Isaacs. So. Und nicht Ismael. Das ist auch die Täuschung gegenüber für euch. Und das Ding ist auf jeden Fall, wir glauben an einen Gott und dieser Gott ist ganz klar offenbart worden ins Fleisch. Die Bibel hat es prophezeit. Wenn ihr sagt, wir sind die letzte Offenbarung, dann möchte ich auch, als wenn ihr sagt, wir sind die letzte Offenbarung, auch wissen, alles klar. Glaubt ihr, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Weil so fängt das Evangelium von Markus zum Beispiel an. Das ist das Evangelium Jesu Christi, dem Sohn Gottes. Wenn ihr sagt, ihr seid die letzte Offenbarung, obwohl Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, frage ich mich, ob Gott ein Lügner ist. Denn wenn ihr sagt, wir sind die letzte Offenbarung, dann nennt ihr Gott einen Lügner. Ihr nennt Gott den Vater einen Lügner. Erstens nennt ihr Gott einen Lügner, indem ihr sagt, Gott bringt etwas Neues, obwohl er ganz klar sagt, in Hebräer durch den Geist Gottes, nachdem Gott in vergangenen Zeiten, Altes Testament, durch die Propheten gesprochen hat, hat er in den letzten Tagen Neues Testament durch seinen Sohn gesprochen. Und der Sohn Gottes ist die Vollendung aller Propheten, die davor waren. Der Herr Jesus Christus ist die Erfüllung aller Propheten. Gott wurde Mensch in Jesus Christus und das ist die Erfüllung von allem. Von alles, was geweissagt worden ist und alles, was prophezeit worden ist, ist Christus das Alpha und das Omega. Er ist der Anfang und er ist das Ende. Er ist das Licht der Welt. Du kannst nicht sagen, wir sind die letzte Offenbarung, obwohl der Gott der Bibel sagt, hütet euch vor den falschen Propheten, die vor euch kommen und inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erstens kann Mohammed kein Prophet sein, laut dem Alten Testament, denn er muss aus dem aus dem Familienbaum Israels eine Verheißung aus David sein oder aus anderen zusammenhängigen Familien aus dem Alten Testament. Ist Mohammed ein Kind von Israel oder von den Bluts, wie sagt man im Neuen Testament, da gibt es ein Wort dafür, Moment, Stammbaum oder Geschlechtsregister Stammbaum. Erstens ist Mohammed nicht im Stammbaum vom Alten bis zum Neuen Testament. Zweitens ist er auch nicht im Geschlechtsregister von David oder irgendwen. Drittens, ganz klar, verherrlicht jeder Prophet im Alten Testament den Namen des Herrn, Jahwe, tat Mohammed nicht, kommt mit einem neuen Mondgott, ne, kommt mit Allah. Allah, der durch die Quraishis verherrlicht worden ist als ein Götze. Und er hat drei Töchter, Al-Manat, Al-Usat und Al-Walat, glaube ich, heißt die letzte Götzendienerin, die letzte Allahs Tochter, weil er drei Töchter hat. Und die Philosophie dahinter ist, dass diese drei Töchter von Allah die Gebete zu Allah bringen. Kompletter Schwachsinn. Das ist ein ganz klar Götzendienst von den Quraishis, die Mohammed seinen eigenen Stammregister. Ja, guck mal, da haben wir es ja. Den Stammbaum. Sein Stammbaum ist arabisch. Sein Stammbaum ist Quraishi. Sein Stammbaum ist nicht ein Kind Israels. Wie erkennt man den falschen Propheten, indem der Prophet, der behauptet, ein Prophet zu sein, nicht im Geschlechtsregister Stammbaum Jesu Christi ist und vor dem im Alten Testament Blutsgewandter. Zweitens, an ihren Früchten werdet ihr die falschen Propheten erkennen.
Früchte, gehen wir mal auf die Früchte hin. Jesus hat nie gesündigt. Warum? Ja, natürlich, weil er das Wort Gottes inkarniert in das Fleisch. Ganz klar, Gott wurde Mensch. Nicht einfach nur der Messias oder nicht einfach nur ein Mensch, sondern Gott wurde wirklich Mensch. Gott war in seiner Natur 100% Gott in Christus. 100%. Doch nahm die Gestalt eines Knechtes hinzu. Zwei Naturen. Sonst kommen wir auf den Konzil von Ephesus 400 nach Christus und dann kommen wir wieder auf die Heresie von Nestro, irgendwas. Ihr kennt die Orthodoxen, wissen, was ich meine. Und diese ganze Geschichte mit Marmarie, Emanuel und die ganze Heresie und so weiter, mit auch mit Theotokos, Mutter Gottes und so weiter. Zu dem komme ich vielleicht auch später. Geschlechtsregister, Stammbaum. Mohammed hat diese zwei nicht vollbracht, kann kein Prophet sein. Drittens, an ihren Früchten. Was hat Mohammed getan? Du gehst in Sahih al-Bukhari im Koran, ganz klar, Mohammed hat Leute gesteinigt. Jesus ist eine Frau gegeben worden, die Frau hat auf jeden Fall Ehebruch begangen. Die Juden sagen, im Gesetz steht geschrieben, wir sollen sie steinigen. Sie wollten aber den Herrn versuchen, damit sie den Herrn anklagen können, um ihn zum Tode zu verurteilen. Der Herr Jesus sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Da jeder von ihnen ein Sünder ist und sie nicht sagen können, dass sie ohne Sünde sind, können sie nicht den Stein werfen, da weil alle Menschen Sünder sind und Jesus ganz klar durch den Geist Gottes das gesprochen hat. So, zu Mohammed wurde ein Mensch geschickt, sagt, oh Rasulallah, ich habe das getan. Hört nicht auf ihn. Oh Rasulallah, ich habe das getan. Hört nicht auf ihn. Beim dritten Mal sagt, oh Rasulallah, was ist da passiert? Passt. Und dann steinigt er ihn. Oder wir lesen Geschichten von Mohammed, der Hände und Füße von Menschen abgeschnitten hat, sie verstümmelt hat, in die Wüste gebracht hat und sie dort alleine elendig gestorben sind. Abgesehen davon lesen wir auf jeden Fall durch die Philosophie und die Geschichte vom Islam, dass der Islam 10 bis 12 Jahre ganz klar zuerst mal geistlich gekommen ist. Mohammed hat es versucht bei den Juden, die Juden haben nicht auf ihn gehört. Mohammed kam zu den Christen, Gott sei Dank, die Christen kennen Galater 1, Vers 8 bis 9 und die Christen wissen, dass wenn jemand ein anderes Evangelium bringt oder ein Engel vom Himmel etwas jemandem offenbart, dass es ein verfluchter Engel ist. So, sie wussten, Mohammed ist der falsche Prophet, wir hören nicht auf ihn. Juden und Christen haben ihn abgelehnt. Dann geht er zu seinem eigenen Stammbaum, dann geht er zu den Quraishi, sagt, oh, ich bin ein Rasulallah, ich bin ein Gesandter. Jetzt kommt Allah ins Spiel. Klar, er verherrlicht Allah, unser Götze, der drei Töchter hat. Wir lassen ihn predigen. Er ist ja ein Gesandter dieses Mondgottes. Ne? Die haben ihn in Ruhe gelassen. Aber dann später haben sie ihn nicht in Ruhe gelassen. Wie gesagt, 10, 12 Jahre, Juden, Christen, bam, dann kommen die Quraishis, dann auf jeden Fall Widersetzung. Dann, was ist dann passiert? Dann kam kein friedvoller Islam, geistlicher Islam, dann kam der Dschihad. Dann kam Buch der Offenbarung, ein Drittel der Menschheit damals, die Population von damals ist geistlich gestorben. Diese geistliche Sterben von Offenbarung, ich weiß nicht, 7 oder 8 oder 9, ich muss das auf jeden Fall dann später nachgucken, dieser geistliche Tod von ein Drittel der Menschheit, der Population, ist damals gekommen. Im 6., 7. Jahrhundert durch Mohammed, der Islam, ist dieser ein Drittel geistlicher Tod, indem ein Mensch es geschafft hat, ein Drittel der Menschheit von damals in die Hölle zu bringen. Was sagt das Wort Gottes? Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Dann hat er durch den Dschihad, durch das Schwert, ganz klar seine Religion gegründet. Sagt auch in den Sahih al-Bukhari, ich habe meine Religion durch Terror gegründet. So. Wir Christen, wir verfolgen nicht, sondern wir werden verfolgt. Jesus hat nicht gesagt, tötet sie oder macht Dschihad oder greift zum Schwert. Sowas von Käse. So, ich warte, bis die Verbindung besser wird. Ich sag mal das Letzte, was ich gesagt habe, nämlich auf jeden Fall
dass diejenigen, die halt aus Gott sind, die hören die Worte Gottes, die nicht aus Gott sind, die hören sie nicht, ne, wie der Herr gesagt hat. Und ganz klar, wir kämpfen gegen euch nicht mit Pfeil und Bogen oder Schwert oder sonst was und wir drängen euch unseren Glauben auch nicht auf, sondern wir verkündigen und wer aus Gott ist und die Stimme des Heiligen Geistes hört, der wird auch gerettet werden. Ne? Der Vater rettet den Menschen und übergibt ihn den Herrn Jesus Christus. Das Ding ist auf jeden Fall, das, was ich vorhin auch sagen wollte, ist, dass der Satan... Wenn wir Prediger, wir Evangelisten, unsere Aufgabe ist es nicht, euch zu retten. Ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, das Wort zu verkündigen. Und durch das Verkündigen, durch das Wort, das gesät worden ist, wird der Mensch geleitet durch den Heiligen Geist, den Geist des Vaters. Der Vater rettet den Menschen und übergibt den Herrn Jesus Christus. Gott in der dritten Person durch den Heiligen Geist arbeitet, durch das Wort der Wahrheit, durch die Evangelisten und durch die anderen Kinder Gottes, predigt das Wort durch den Geist Gottes, die dritte Hypostase. Die dritte Hypostase gibt es dem Vater. Der Vater rettet den Menschen und übergibt ihn den Herrn Jesus Christus. So haben wir den drei einen Gott, der arbeitet in jedem individuellen Menschen. Das Problem ist aber jetzt, dass viele Muslime, Hinduisten, Buddhisten, Atheisten, sie hören das Wort, sie hören es, dann kommt der Satan und nimmt das Wort, das in ihnen gesät worden ist, und sie sind wie, als würde ein Seemann auf dem Acker Samen in die Erde geben, aber der Samen, der geerntet wird, ist auf steinigem Boden. Und auf steinigem Boden kann keine Frucht kommen, nur auf den Erdboden. Und das, was auf den steinigen Boden kommt, das sind diejenigen, die das Wort hören. Der Satan kommt und nimmt ihnen das Wort. Dann sind einige, wo der Samen kommt, aber sie in diesen Dornbusch kommen, in diesen brockeligen Dornbusch, wo das Wort ja gesät ist, aber es auf jeden Fall nicht Frucht bringen kann. Und dann kommt die dritte Abteilung, die Mensch hört es, nimmt es dankbar an und der eine bringt dann 30-fältig Frucht, der andere 60-fältig, der andere 100-fältig. Das ist dann der Lohn durch die Frucht, durch den Glauben. Denn der Glaube ohne Werke ist tot, in der Hinsicht, dass der wahre, lebendige Glaube dann durch die Werke offenbar wird. Der Glaube rettet dich allein. Die Werke sind ganz klar der Punkt, wo man sagt, alles klar, man merkt, dieser Mensch ist wiedergeboren, man merkt, in seinem Leben sieht man offenbar ganz klar seine Werke, die aus dem Glauben kommen. So. Der Glaube rettet, die Werke offenbaren den lebendigen Glauben. Wie Jakobus sagt, zeig mir deinen Glauben und ich zeig dir meine Werke, zeig mir deine Werke und ich zeig dir meinen Glauben. So. Glaube und Werke ist eins. Wie der Vater und der Sohn eins sind, so ist auch der Glaube und die Werke eins. So. Dann kommen gewisse Leute mit Römer 4,5 zum Beispiel, dass derjenige, der keine Frucht bringt, aber der Glauben ihn dann herausrettet. Die Gnade Gottes ist unendlich. Und ich bin der Letzte, der sagen würde, alles klar, der ist nicht gerettet oder der ist gerettet, ich bin der Letzte. Aber ich sage, dass wenn jemand wirklich Gott liebt und wirklich jeden Tag ein Gebetsleben hat und jeden Tag versucht, dem Angesicht des Herrn näher zu kommen, der wird durch diesen Glauben auch Frucht bringen. Wenn du in deinem Leben keine Frucht siehst, dann geh ins Gebet und sag, Vater, in Jesus Namen, das und das und das. Herr, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich möchte für das Reich Gottes arbeiten. Ich möchte leiden für das Reich Gottes. Ich möchte noch mehr gesegnet werden. Dann, die meisten, die schreiben mir auch auf Instagram oder TikTok und sagen, Bruder, hast du ein Gebet für mich? Es ist liebevoll, okay, aber das kommt auf jeden Fall durch deine Vergangenheit, wo du wahrscheinlich nur das Vaterunser in der Schule gehört hast oder in der Kirche. So ein Gebet ist eine Kommunikation. Natürlich gibt es gewisse Gebete, die speziell ausgerichtet werden in gewissen Situationen, wie zum Beispiel das Vaterunser oder die Orthodoxen oder die Katholiken haben gewisse, viele Gebete, die sie aussprechen. Sind dann einfach gefestigte Gebete, die man dann auf jeden Fall entweder auswendig oder einfach aufsagt. Aber grundsätzlich ist das Gebet eine Kommunikation. Jesus hat nichts auswendig gesagt. Ne? Natürlich wusste der Sohn auf jeden Fall, was der Vater durch ihn sprechen wird. Ne? Denn was der Vater spricht, spricht der Sohn. Der Vater hat durch den Sohn gesprochen.
Aber dennoch, Gebet ist eine Kommunikation. Und das ist wie beim Paar, wenn du eine Freundin oder einen Freund hast, wenn du mit deinem Freund oder Freundin nicht kommunizierst, was passiert? Die Beziehung geht kaputt. So ist es auch bei Gott. Nicht, dass Gott jetzt den Heiligen Geist von dir entnehmen wird, aber viele sagen dann, Alan, ich fühle mich schlecht. Hast du deine Bibel gelesen? Nein. Hast du gebetet? Nein. Okay. Wenn deine Bibel geschlossen ist, wie soll dann Gott zu dir sprechen? Wenn du nicht betest, wie sollst du eine Beziehung aufbauen? Das Wichtigste auf jeden Fall zum Bestandteil von Nachfolge eines Jünger Jesu ist auf jeden Fall das Gebet und täglich in der Bibel zu lesen. Auch wenn es nur 3 Kapitel sind, was man in 10, 15 Minuten lesen kann. Wenn du diese 3 Kapitel gelesen und verstanden und versuchst in dein Leben hineinzubringen, glaub mir, du hast mehr geschafft als 99% der anderen Menschen, die wahrscheinlich das nicht tun. Dann gibt es einige, die lesen 5 bis 10 Kapitel. Dann gibt es andere, die lesen ein ganzes Buch, wie zum Beispiel, sagen wir, 1. Korinther, oder die lesen den ganzen Timotheusbrief oder den ganzen Epheser, hat nur 6 Kapitel, glaube ich. Aber grundsätzlich macht es nicht die Menge aus. Es hört auf mit diesem religiösen Hintergrund. Sag nicht, ich muss heute beten oder ich muss heute Bibel lesen, sonst bin ich nicht gut genug für Gott. Du bist nicht gut genug in deinem natürlichen Wesen für Gott. Wie möchtest du durch deine Werke sagen, alles klar, ich muss gut genug sein, indem ich Bibel lese? Nein, weil du Gott lebst und weil Gott in dir lebt und weil du Gott liebst, wirst du zu ihm beten. Denn der Vater liebt den Sohn, weil der Sohn und der Vater diese Beziehung seit Ewigkeiten schon haben und miteinander auch kommunizieren. Der Vater verherrlicht den Sohn, wie der Sohn den Vater verherrlicht. Täglich, 24/7, wie auch die Cherubimen, die Seraphimen sagen, heilig, heilig, heilig ist er. 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, ohne Zeitrechnung, singen die Engel, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Zu empfangen Kraft, Reichtum, Ehre, Ruhm und Lob von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt kommen wir Menschen, wir schlafen 8 Stunden, wir arbeiten 8 Stunden oder wir gehen in die Schule 8 Stunden und dann sagen wir, ich bin zu müde, um das Wort zu lesen. Aber wir haben Zeit für TikTok, wir haben Zeit für Lästergespräche, wir haben Zeit für Starbucks, wir haben Zeit für Spazierengehen, wir haben Zeit für irgendwelchen anderen Schwachsinn. Jetzt musst du dich fragen, warum habe ich keine Lust zu beten? Warum habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt beten gehe? Warum habe ich nicht das Gefühl, danach jetzt die Bibel zu lesen? Was hindert mich? Ja, natürlich. Der Teufel möchte nicht, dass du deine Bibel öffnest und darin liest. Der Teufel möchte nicht, dass du betest. Zum Beispiel, ich glaube, ich befasse mich auch mit der Kirchengeschichte von den ersten Jahrhunderten. Ich glaube, das war der heilige Ephraim in den ersten Jahrhunderten, der gesagt hat, der Satan weicht von, wenn man sagt, Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich über mich. Der Teufel flieht von dir. Oder Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, gepriesen seist du. Es bedeutet auf jeden Fall, Gebet hat Macht. Und das Wort Gottes hat Macht. Ja. Der Teufel hat den Herrn versucht. Wir lesen das in Matthäus, wir lesen das in Lukas, wir lesen das in so vielen Stellen mit dieser Versuchung in der Wüste. Der Teufel kommt mit dem Wort Gottes. Glaub mir, ich glaube, der Teufel kennt die Bibel besser als uns alle zusammen. Das Krasse ist, er kennt sogar Offenbarung 20,10, dass in die Feuersee kommt für alle Ewigkeiten. Das muss schon gruselig sein. Man muss schon wütend sein dann. Wenn man das liest, ich habe nichts mehr zu verlieren. Meine endgültige Destination, meine Destiny in Zukunft ist die Feuersee. Der Teufel muss schon wütend sein, oder? Also jetzt um Gottes Willen. Wenn ich der Widersacher wäre und ich weiß, mein Ort ist für alle Ewigkeiten die Feuersee, dann würde ich alles machen, was ihm meine Bosheit zu tun hat, um die Menschen dahin zu bringen an diesen Ort. Und das tut er. Das tut er. Seit Anfang der Menschheitsgeschichte tut das. Tut das der. Er tut es. Wirklich, er macht es. Wenn Jesus nicht dein Herr ist, dann bringt der Teufel dich in egal welchen Bereich in die Feuersee. Das Ziel von Teufel ist nicht, dass du erkennst, dass Jesus Gott ist. Jesus ist Gott. Jesus ist das Wort Gottes.
das Wort Gottes ist Gott und das Wort Gottes kam ins Fleisch und das Wort Gottes hat die Herrlichkeit des Vaters offenbart und der Vater hat durch sein Wort, durch seinen Sohn gesprochen und der Sohn hat den Vater verherrlicht und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und niemand den Sohn als nur der Vater, und wem es der Sohn offenbaren möchte, und niemand kann zum Sohn kommen, wenn nicht der Vater ihn zieht und übergibt dem Herrn Jesus Christus. Und Jesus ist das ewige Leben in Person. Er ist nicht nur, er gibt dir nicht nur ewiges Leben, sondern der Vater gibt selbst Zeugnis, dass sein Sohn die Person des ewigen Lebens ist. Das bedeutet, wenn du nicht an Christus, dem Sohn Gottes, glaubst, dann hast du kein Leben in dir. Das steht ganz klar in Sprüche 8, 100%. Da steht ganz klar, da spricht der Herr Jesus Christus. Lies den Kontext, in Sprüche Altes Testament. Wer mich findet, findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn, vom Vater. Woher kommt dieser Vers im Neuen Testament? Aha, Johannes 14, 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Altes Testament, wer mich findet, findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn, vom Vater. Alle, die mich verfehlen, tun ihre Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Aha. Das bedeutet, den Vater anzuerkennen, selbst im Alten Testament, ist die Verheißung auf den Messias, Jesus Christus. Wenn du nicht Jesus, den Sohn Gottes, bekennst und in dein Leben hast, du kennst Gott, den Vater, nicht. Du kennst die Liebe Gottes nicht. Allah ist nicht Jahwe. Du als Moslem hast nicht den Geist Gottes. Du als Moslem bist getäuscht. Du als Moslem bist nicht gerettet. Du als Moslem wirst getäuscht. Vom Listenschmied. Der Listenschmied, Sure 354. Sie schmiedet einen Plan und Allah schmiedet einen Plan. Und Allah ist der beste Listenschmied, Täuscher oder Ränkeschmied in gewissen Übersetzungen. So. Und dieser Listenschmied ist genannt auch Luzifer, die Schlange im Garten Eden, die Eva verführt hat. Dieselbe Schlange, die Eva verführt hat, ist dieselbe Schlange, die den Islam offenbart hat. Dieselbe Schlange, die den Islam offenbart hat, hat auch alle anderen Religionen. Der Satan hat viele Namen. Viele Namen hat der Satan. Aber dennoch, es gibt einen Gott und das ist der Gott der Bibel. Es ist der einzig wahre Gott, der Gott der Bibel. Und wir glauben an einen Gott und dieser eine Gott offenbart sich durch den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und das kannst du ganz klar sehen. Nimm doch 1. Mose 1,1 und dann Johannes 1,1. Vergleich das mal. 1. Mose 1,1, Johannes 1,1. Und als Atheist, lies mal 1. Mose 1,1. Gott schuf im Anfang, Zeit, Himmel und Erde, Materie und Raum. Wir haben Raum, wir haben den Himmel, wir haben Raum, wir haben die Erde, wir haben Materie und wir haben im Anfang, wir haben die Zeit. Im Anfang schuf Gott Raum, Zeit und Materie. Und wie hat Gott Raum, Zeit und Materie, das Sichtbare und das Unsichtbare geschaffen? Gott schuf Raum, Zeit und Materie durch sein Wort. Wer ist sein Wort? Im Anfang Zeit schuf, im Anfang Zeit war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott selbst. Das bedeutet, wir haben das Wort und das Wort ist bei Gott. Und das Wort ist Gott selbst. Wir haben hier zwei Personen, die ein Gott sind. Jetzt kommen die anderen, die sagen, wo ist der Heilige Geist? Ja, wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist Gottes. Der Heilige Geist, der vom Vater hervorgeht und in dem Sohn ruht. Jesus sagt selber, der Geist eures Vaters. Ja, der Sohn Gottes kann den Geist Gottes schicken. Der Geist Gottes in meinen Namen, den ich euch senden werde. Der vom Vater hervorgeht. So. Ich habe auch nichts gegen Katholiken, aber ich glaube nicht an die Philoik. Oder wie man das auch ausspricht, diese Philoik. Da bin ich eher für die Orthodoxen. Für mich macht die orthodoxe Sichtweise mehr Sinn als die katholische Sichtweise. Und ja, wie gesagt, 1. Mose 1,1 verglichen mit Johannes 1,1 und dann wird es interessant. Dann liest du Jesaja 44, 24. Jetzt kommen die ganzen Christen, die diesen Vers nicht kennen. Selbst die Christen sind da ein bisschen verwirrt. Die Christen lesen Jesaja 44, 24 und denken, wo ist Jesus in diesem Vers? Gott ist ein Gott. Gott hat durch sie selbst alles vollbracht, Himmel und Erde. Aha.
Dann liest du dazu Hebräer 1,2 und 1,3. Und dazu liest du Hebräer 1,8 bis 1,10. Wenn du Jesaja 44, 24 gelesen hast, und da steht, ich bin der Herr, der Gott, und ich habe die Himmel und Erde ausgespannt, durch mich selbst und die Erde gegründet. Und dann liest du, dass der Vater über den Sohn spricht, du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und das und die Himmel sind das Werk deiner Hände, dann merkst du, dass dieser eine Gott, den Jesaja 44, 24 spricht, ein mehrpersonaler Gott ist. Er ist ein Gott, der sich in mehr Personen offenbart. Wie auch in 1. Mose 26, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Das bedeutet, Trinität lesen wir überall. Trinität ist kein Konzil von Nizia. Die Logik macht sowieso keinen Sinn. Da kommen die Unitarier oder irgendwelche Muslime, die sagen, die Trinität wurde in einem Konzil von Nizia 300 nach Christus offenbart. Du musst ein Konzil über ein Thema machen, aber das Thema wird erst erstellt danach. Wo? Man macht doch keinen Sinn. Du kannst nicht ein Konzil starten durch alle Patriarchen auf der ganzen Welt über ein Thema, das erst dann entworfen wird. Sie reden über ein Thema, das schon da ist. Wie möchtest du dann aber durch dieses Thema das dann Thema erstellen? Macht keinen Sinn. Du kannst kein Konzil machen über ein Thema, wenn das Thema schon da ist. Macht keinen Sinn. Weil die Trinität im Alten Testament offenbar ist, wurde das Konzil dann auf jeden Fall auch gemacht, um die Heretiker und die Fanatiker den Mund zu stopfen. So, darum wurde der Konzil gemacht. Ne? Und das wurde durch den Heiligen Geist entschieden. Nicht einfach durch einen Papst, sondern durch verschiedene Patriarchen auf der ganzen Welt. Ne? Ich denke, ich habe nichts gegen Katholiken. Ich möchte auch in Zukunft, wenn ich mich besser mit Kirchengeschichte auch befasst habe, gerne auch so Konversationen führen zwischen die apostolische, katholische, orthodoxe Kirche mit Katholiken und Orthodoxen. Ich bin, wer mich kennt, der weiß, ich bin neutral. Ich liebe jeden Christen, egal welcher Background, wenn du mich liebst, ich liebe dich. Wenn du mich nicht liebst, ich liebe dich trotzdem. Wenn du was gegen mich hast, ja, dann hast du was gegen meinen Vater, denn ich liebe meinen Vater. Wenn du sagst, ich liebe auch den Vater, aber du liebst mich nicht, dann ist es auch ein Widerspruch in sich. So, keine Ahnung. Im Großen und Ganzen auf jeden Fall zusammengefasst ist, wir glauben an einen Gott, den Vater, und einen Herrn, Jesus Christus, der aus dem Vater gezeugt ist, der wahre Gott vom wahren Gott, Licht vom Licht, Jesus Christus, das Wort Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes, ganz klar nicht geschaffen, sondern aus dem Vater die Essenz gezeugt, nicht geschaffen, ne? Und er in Maria hinein inkarniert, geboren, durch den Heiligen Geist gezeugt ist und jetzt ganz klar zu Rechten des Vaters und allen Lob und Ehre in Zukunft auch bekommen wird, wie in der Bibel steht, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Gott der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. So, ob du Muslim bist, Hinduismus, Buddhismus, egal was. Wenn du auf dieser Erde nicht die Wahrheit erkannt hast, was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens, ganz klar, das ist das ewige Leben, dass sie dich den allein wahren Gott erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf Erden verherrlicht. Ich habe das Werk, das du mir aufgetragen hast, zu Ende gebracht. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, noch bevor die Welt geschaffen wurde. So, Jesus ist Koexistenz. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht Gott den Vater. Jesus Christus sagt ganz klar, ich und der Vater sind eins. Der Herr Jesus sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Solche Titel und solche Beanspruchungen kannst du nur als Gott sagen. Und ganz klar, die Muslime sagen, der Sohn der Maryam, Isa ibn Maryam, ist laut Allah nur ein Gesandter und ist nicht mein Sohn. Ja, das tut auch der Teufel ganz klar durch den Geist des Antichristen, nämlich den Vater und den Sohn zu verleugnen. Das ist ein Attribut, was dein Allah laut der Bibel satanisch und dämonisch ist. Das ist eine Eigenschaft, ein Attribut von deinem Gott, nämlich in Kullu Wallahu Ahad, Allahu Samad. Diese Sure, wie sie weitergeht, Yemel ibn Yulet. Und dann sagt ihr Kufu und Ahad. Ahad, was ist Ahad? Dass ihr an einen Gott glaubt, der nicht gezeugt ist, obwohl ganz klar in Psalm 2,7 steht, ich möchte den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das bedeutet, der Gott der Bibel hat in seiner Essenz eine Zeugung seit Ewigkeiten von den Ewigkeiten schon, ohne die Zeit ist der Herr Jesus Christus eins mit dem Vater. Wie der Herr ganz klar sagt, niemand ist vom Himmel
auf die Erde hinabgefahren und niemand ist von der Erde in den Himmel aufgefahren, als nur der Sohn des Menschen, der im Himmel wohnt. Und wie Mose in der Schlange die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an den Glauben nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es bedeutet, wie auch ganz klar Johannes gesagt hat, der von oben kommt, Jesus Christus ist über allem. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und der redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allem. Und er bestätigt, was er gesehen und gehört hat und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis von Jesus annimmt, der bestätigt, dass Gott der Vater wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, Jesus, ist größer als alle. Und der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Das bedeutet, das Zeugnis Gottes ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Der Vater gibt Zeugnis in Johannes 3. Der Vater gibt Zeugnis in 1. Johannes 5. Der Vater gibt Zeugnis überall. Gott ist kein Lügner. Gott ist Wahrheit. Jesus sagt, dein Wort ist Wahrheit. Wenn Gott Wahrheit ist, kann Gott in seiner Natur nicht sündigen. Gott ist heilig. Die Engel Gottes singen vor dem Thron Gottes. Und meine Geschwister, die Kinder Gottes, ihr werdet es sehen eines Tages im Reich Gottes, wie die Seraphimen, die Cherubimen oder die Thrones oder die Principalities oder was es für Engelformen noch gibt. Wie, ihr werdet es mit eigenen Augen sehen, wie diese Engel, diese geistlichen Wesen vor dem Thron Gottes singen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Der Herr ist heilig. Der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscharen, ne? Wenn der Herr heilig ist und der Herr sagt ganz klar, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und ich bin der Weg, kann Gott nicht lügen. Und Gott sagt, das Zeugnis ist das, der Vater den Sohn gesandt hat. Ich lese euch mal das Zeugnis vor. Weil dieses Zeugnis gibt euch entweder ewiges Leben oder ihr nehmt dieses Zeugnis nicht an und nennt Gott einen Lügner. Und dann werden die meisten Menschen vor dem Gericht stehen und sagen, dann wird der Herr sagen, ich bin der allmächtige Gott. Ich habe mein Zeugnis über meinen Sohn abgelegt. Und du hast dieses Zeugnis abgelehnt. Du hast mein Zeugnis nicht angenommen. Nein, sogar viel mehr. Du warst auf der Erde ein Muslim und hast mich einen Lügner genannt und mein Zeugnis nicht angenommen. Weiche von mir, wird der Herr sagen, ihr Gesetzeslosen, das ewige Feuer, das bereitet worden ist für den Teufel und seine Engel. Wenn ihr nicht sein Zeugnis annimmt, aber ihr nehmt das Zeugnis von eurem Postboten an, der euch eure Amazon-Pakete schickt. Ihr nehmt das Zeugnis von euren Ehefrauen an, von euren Partnerinnen, von euren Lehrern. Ja, das Zeugnis könnt ihr annehmen von euren Schulen. Aber das Zeugnis, was Gott der Vater über seinen Sohn abgelegt hat, das vermeiden 5 Milliarden Menschen auf der Erde oder 6 Milliarden Menschen, die auf dem Weg in die Feuersee sind, weil sie nicht im Klaren sind, in was für einen Zustand sie leben. Sie denken zwar, mein Kontostand ist voll und ich bin ja so gut bekleidet und ich habe alles, was ich brauche. Aber Gott sagt ganz klar in Offenbarung 3, sie sind nackt und entblößt. Sie wissen nicht, dass sie nichts haben. Sie denken, wir sind reich, wir haben alles, aber nein, wenn du nicht den Heiligen Geist hast, hast du gar nichts. So. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Erde und die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Fürchtet nicht den Menschen, der den Körper töten kann, fürchtet den, der die Macht hat, die Seele und den Körper im Totenreich zu vernichten. Ich habe kein Problem, das Zeugnis auszusprechen. Wenn ich dieses Zeugnis vom Evangelium auf der Straße spreche und ich kenne unzählige Prediger, Geschwister auf der ganzen Welt, von Amerika, United Kingdom, England, wir gehen Richtung Deutschland, Schweiz, Frankreich, Spanien, Venezuela, Saudi-Arabien, Irak, Iran, Syrien, Türkei, selbst in den Niagara-Fällen von mir aus. Gibt es Menschen, die dieses Zeugnis hören, aber ihr antichristlicher Geist ist gegen dieses Zeugnis? Denn das Zeugnis ist Wahrheit. Dieses Zeugnis in diesem Buch ist gegen die Lüsten des Mannes. Dieses Buch ist nicht entworfen für den Mann, der Koran ist aber entworfen für den Mann. Dieses Buch ist gegen deine Gelüsten, der Koran ist für deine Gelüste. Dein Gott sagt dir, es ist okay, 4, 5 Frauen zu haben. Unser Gott sagt, geht's dir noch gut?
Bist du ein bisschen Gehirn gewaschen? Weißt du denn nicht, dass ich Adam und Eva geschaffen habe und nicht Adam und Maria und Sophia und Lisa und noch Sarah? Am besten noch nehmen wir noch die Jasmin dazu, dann haben wir ja noch 5 Frauen für die Muslime, weil Gott hat ja Adam und diese ganzen 5 Frauen ja geschaffen. Ihr seid so dermaßen falsch unterwegs. Dieses Buch ist Wahrheit. Na, wenn du diesem Buch folgst, dann sagst du nicht einfach, es ist einfach. Dieses Buch ist sehr schwer zu halten. Diese Gebote hier sind sehr schwer. Wenn du diesem Buch nachfolgst und den Heiligen Geist in dir hast, du wirst leiden. Wenn du wirklich für das Reich Gottes arbeiten willst, du wirst leiden auf dieser Erde. Am Ende das ewige Leben. Paulus schreibt uns in der Bibel. Da schreibt uns, ich habe, was hat er? Er hat den Wandel zu Ende gebracht. Er hat das zu Ende gebracht, wofür er auserwählt worden ist. Und jetzt ist meine Arbeit getan. Und was ist dann passiert? Sie haben ihn gepackt und sie haben ihn enthauptet. Er freut sich sogar, dass er enthauptet wird. Könnt ihr euch das glauben? Warum? Weil er das Werk vollbracht hat. Und jetzt kommt es an die Christen. Denkt ihr wirklich, Gott arbeitet in euch, Gott fängt ein Werk in euch an, aber Gott bringt dieses Werk, das er mit euch angefangen hat, nicht zu Ende? Wenn ihr das glaubt, dann nennt ihr Gott auch einen Lügner. Denn das, was Gott in dir angefangen hat, das wird Gott auch in dir zu Ende bringen. Und das ist ein Schrei zur Buße für uns alle. Wir müssen alle Buße tun. Und wenn irgendein Prediger auf TikTok euch sagt, ich brauche keine Buße, er ist ein Heuchler. Warum? Wenn ich Buße brauche, wenn Saul zu Paulus Buße gebraucht hat, wenn Petrus 3-mal den Herrn verleugnet hat, wenn Mose einen Menschen getötet hat, wenn König David Ehebruch begangen hat und den Mann der Frau getötet hat, wenn, ich kann so viele unzählige Charakter jetzt nennen, wenn sie alle Buße getan haben, dann müssen wir auch Buße tun. Wenn sie Buße brauchen, ich brauche auch Buße. Ich sage euch, demütigt euch vor den Heiligen Gott. Ich sage euch, Gott liebt die Demütigen. Glaubt mir. Schmeißt euch auf euer Angesicht. Es gibt nichts Besseres als das. Ich wollte gerade irgendwas lesen. Und dann wollte ich wieder die Kommentare einschalten. Ah ja, ich weiß. So, wir lesen jetzt, und was nochmal, wir lesen Johannes. Hier. Okay, ich lese euch mal diese zwei Absätze mal vor. Jesus ist Gottes Sohn, ne? 1. Johannes 5. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist? Wer ist der Christus? Matthäus 16, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und auf diesem Glaubensbekenntnis ist die Kirche aufgebaut. Die Kirche ist auf dieses Bekenntnis von Petrus aufgebaut. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Glückselig bist du, Simon, Petrus, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und alles, was du auf der Erde binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf der Erde lösen wirst, das wird im Himmel gelöst werden. Auf diesem Felsen, der Fels, sagen die Katholiken, ist Petrus. Der Fels ist Christus. Und der Fels ist Christus, das Glaubensbekenntnis von Petrus ist der Fels, nämlich das Glaubensbekenntnis von Christus, dass Christus der Sohn Gottes ist. Denn die Kirche ist aufgebaut aus das Glaubensbekenntnis von Petrus, nämlich dass er bezeugt hat, dass er der Christus, der Sohn Gottes ist. So viel zu dem Thema. Falls ein Katholiker eine andere Meinung ist, schreibt gerne eure Meinungen. Ich respektiere jede Ansichtsweise. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, aha, der überwindet die Welt.
Wer ist aus Gott geboren? Derjenige, der bezeugt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist. Denn alles, was aus Gott geboren ist, alle Menschen, die bekennen, dass Jesus der Christus ist, diese überwinden die Welt. Und unser Glaube, nämlich, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus, nicht nur im Wasser, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der das bezeugt, und der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind es, die Zeugnis geben im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis geben auf der Erde, der Geist und das Wasser und das Blut, und diese drei stimmen überein. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, dann ist Gottes Zeugnis größer. Denn Gottes Zeugnis ist, dass er, und jetzt kommt, das ist das Zeugnis vom Vater. Denn Gottes Zeugnis ist, dass er von seinem Sohn bezeugt hat. Was bezeugt uns der Vater? Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis vom Vater in sich. Aha. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis des allmächtigen Schöpfers in sich. Wer Gott den Vater nicht glaubt, der hat den Vater zum Lügner gemacht. Denn er hat nicht an das Zeugnis geglaubt, das Gott der Vater von seinem Sohn abgelegt hat. Das wird euch richten am letzten Tag. Das Zeugnis, was der Vater über seinen Sohn abgelegt hat, das wird euch zum Eckstein, den ihr verworfen habt, das wird euer Gericht sein. Und das ist das Zeugnis, das Gott, der Vater, uns das ewige Leben gegeben hat. Und dieses ewige Leben ist in seinem Sohn. Also die Person des ewigen Lebens ist Christus Jesus. Er ist die Person des ewigen Lebens. Wer den Sohn hat, der hat ewiges Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Damit ihr wisst, nicht damit ihr in Zukunft hofft, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Nicht Inshallah, Bruder, ich komme in Jannah. Inshallah, Bruder, der war ein wahrhaftiger Muslim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala in Al-Firdaus geben. Wenn er nicht an den Sohn Gottes geglaubt hat, dann hat er Gott den Vater einen Lügner genannt, und er hat den Geist Gottes gelästert und hat sich persönlich in die Feuersee hineinkatapultiert. Es ist nicht mein Wille, dass jemand in die Feuersee kommt. Es ist auch nicht der Wille Gottes, dass jemand in die Feuersee kommt. Denn wer nicht der Lehre des Christus nachfolgt, der folgt der Lehre des Belials, des Teufels nach. Denn wer nicht Christus hat, der hat den Belial, der hat den Teufel zum Vater. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns einen Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Ich schalte mal ein bisschen die Kommentare wieder ein, ich habe viel geredet. Danke an alle Geschenke und alle Sachen, die ihr gesendet habt. Das Ding ist auf jeden Fall, ihr könnt nicht Gott den Vater einen Lügner nennen und so davonkommen. Ne? Weil die Bibel sagt, der Geist der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Du wirst dein Wort bewahren. Psalm 12. Ewiglich wirst du dein Wort bewahren vor diesem Geschlecht. Die Bibel ist nicht geändert. Die Bibel ist nicht verändert. Die Bibel bleibt für alle Ewigkeiten, Psalm 12, 7 bis 8, das Gleiche. Wer sagt, die Bibel ist geändert, ich möchte eine Quelle? Wenn du behauptest, dann, dass irgendwelche Querverweise und irgendwelche Verse sich nicht übereinstimmen durch Übersetzungen, dann sind das Übersetzungsfehler oder verschiedene Übersetzungen. Aber die Botschaft und die Urquelle ist dieselbe. Aus dem Hebräischen, aus dem Aramäischen, aus dem Altgriechischen bis zum normalen Griechischen, bis zum Arabischen, bis zum Englischen und Deutschen ist die Urquelle und der Urtext derselbe. Hi, Gottes Segen an alle, die dazugekommen sind. Gott Segen. Hi, Gottes Segen. Bruder, ich habe ein Video darüber gemacht. Stark, weiter so. Arbeitet für Gottes Reich.
Es berührt mich enorm, wenn ich dich sprechen höre. Du bist einer von den Wegen. Bleib gesegnet, Bruder. Danke auf jeden Fall, mein Lieber. Oder meine Liebe, Gottes Segen dir. Jesus kann nicht gut sein. Warum kann Jesus nicht gut sein? Was hat denn Jesus nicht getan, was dir nicht passt? Er hat uns reingewaschen. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat uns Liebe gegeben. Er hat uns den Sinn des Lebens gegeben. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat uns ewiges Leben gegeben. Er hat uns gemacht zu Priestern und zu Königen. Er hat uns einen Platz, einen Palast im Himmel, Johannes 14, gegeben. Und wird uns die Krone des Lebens geben. Unsere Namen sind im Buch des Lebens geschrieben, wenn wir glauben an den Sohn Gottes und wir wahrhaftig von Neuem geboren sind. Was davon ist... 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 Ich kann dich beruhigen, ich bin auch kein reicher Mensch. So. Aber abgesehen davon, uns geht's gut in gewissen Gegenzügen gegenüber anderen Christen. Uns geht's gut hier. Okay, du hast mich total überzeugt. Habe ich jetzt was gewonnen? Nein. Meine Hoffnung und meine Zuversicht für dich ist, dass du erkennst, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass du das Evangelium glaubst und dass du dieses Zeugnis annimmst, was Gott der Vater über seinen Sohn abgelegt hat. So, das, nichts gewonnen, nichts überzeugt. So. Ich möchte, dass deine Seele gerettet wird. So, und das ist das Ziel. Warum? Ob wir jetzt Likes bekommen, ob wir Follower dazu bekommen, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, das ist Nebensache. Ob Geld, Geschenke, Likes, irgendwas Schwachsinniges, was nebensächlich ist, was natürlich wichtig ist für Menschen, die es brauchen, aber das ist Nebensache. Das Wichtige ist auf jeden Fall, dass wir unseren Lohn als Evangelisten, als, sagen wir, Priester, Patriarchen, Bischöfe, Aufseher, ist die andere Übersetzung in der Schlachter, als... wie nennt man die nochmal? Ich habe jetzt den Begriff vergessen. Irgendwas mit M. Ich habe gerade einen Blackout. Menschen, die das Wort verkündigen und in anderen Ländern sind. Missionare, so Missionare und so weiter. Wir kriegen unseren Lohn nicht von irgendwelchen Menschen, sondern wir kriegen unseren Lohn von oben. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Wer ein Glas Wasser einem Menschen gibt, weil er Christus angehört, der wird seinen Lohn bekommen dafür. So, das sagt der Herr. Überzeuge mich vom Christentum. Jetzt könnte ich mit den Worten auf jeden Fall von Jesus antworten. Ein verführerisches und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen vom Himmel, aber es wird kein anderes Zeichen euch gegeben als das Zeichen von Jona, denn wie Jona 3 Tage im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage unter die Erde kommen oder tief in die Erde. Ne? Und das ist das Zeichen für euch, dass Christus auferstanden ist, gekreuzigt und auferstanden ist und ihr nicht glaubt. Ne? Das ist Die Überzeugung ist, dass wir den historischen Christus von Nazareth, den Sohn Gottes, predigen, die es ablehnt. Warum? Wir wissen, der antichristliche Geist möchte die Wahrheit nicht anerkennen. Du willst nicht wissen, was für einen Kampf ich hatte, als ich gewusst habe, dass der Islam falsch ist und Christentum wahr ist, beziehungsweise die Lehre des Christus, und wie diese dämonischen Geister aus dem Islam mich persönlich angegriffen haben, monatelang, und mich, bevor ich gerettet werde, in die Hölle katapultiert worden mit Suizid. Sie haben alles versucht in ihrer Macht, ohne jetzt übernatürlich mich anzupacken oder irgendwie, ohne so eine gewisse Besessenheit, aber sie haben viel gemacht, damit ich mich selber umbringe damals. Aber wir sehen auf jeden Fall, sie haben es nicht geschafft und ich bin hier und verkündige den Gekreuzigten und nicht einen Isa ibn Scharlatan, sondern den Gekreuzigten verkündigen wir.
Das war nicht befriedigend, ich meine das ernst, überzeuge mich. Guck mal, ich sag dir jetzt was persönlich extra für dich, weil ich sehe, du bist auch ein Muslim. So, bei ganzer Liebe und ganzem Respekt, ich sehe, du bist auch ein älterer Mann. So, ich bin syrischer Kurde, wir haben in der Tradition, wir ehren und versuchen, jeden Menschen zu ehren, besonders ältere Menschen. So. Ich werde jetzt nicht auf die harten Sachen eingehen, ne, weil ich Respekt habe. So. Falls du harte Sachen hören möchtest, ich kann dir die harten Sachen geben. So. Aber fangen wir einfach klein an. Die Bibel ist ganz einfach. Durch einen Menschen ist die Sünde gekommen, sagt uns ganz klar Paulus, und durch einen Menschen wurde die Sünde wieder genommen. Das Konzept der Bibel ist nicht das Konzept des Korans. Der Koran hat nichts zu tun mit der Lehre der alten Propheten, der Jahwes und so weiter. Die Lehre der Bibel ist, dass die Sünde kam, jeder Mensch durch die Sünde umgekommen ist. Damals haben die Leute vor dem Altar, die Juden, haben ein Schlachtopfer gemacht, wie zum Beispiel ein Lamm geopfert. Und auf dieses Blut wurde dann die Sünde hinauf geheftet. Das Problem ist, die Sünde wurde in der Hinsicht genommen, aber nicht weggewaschen. Die Waschung ist dann durch Christus passiert. Die Bibel ist ganz einfach. Gott schuf Himmel und Erde, Sonne, Mond und Sterne, alles, was einen Lebensodem hat, Tiere, Bäume, alles, was einen Samen in sich hat und alles, was fruchttragende Samen in sich haben. Und Gott schuf dann am sechsten Tag den Menschen. Und da sehen wir das Problem zwischen uns. Ihr sagt, Gott ist Ahad, wir sagen, Gott ist Echad. Die Urquelle kommt aus den Juden, da gab es den Islam nicht, seit über 6000 Jahren. So, und die Urquelle ist lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Wenn Gott ein einziger Gott wäre, wie in Qulu Wallahu Ahad Allahu Samad, wie in dieser Sure, dann würde man sagen, lasst mich Menschen machen nach meinem Bild mir ähnlich. Weil Gott aber Liebe ist und Gott ist Gemeinschaft, ist Gott nicht nur eine Person laut der Bibel, Altes, Neues Testament, sondern Gott ist Echad, Gott ist eine Einheit, Gott ist mehr als nur eine Person. Der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Da würde stehen, Gott schwebte über den Wassern. In 1. Mose 1,1 bis 1,3. Nein, nicht Gott, sondern der Geist Gottes. Wir lesen hier die dritte Person Gottes. Wir lesen in Psalm, zum Beispiel im Psalm 45, glaube ich, ganz klar, da steht, wie der Vers in Hebräer 1,8, du hast die Gerechtigkeit geliebt und die Gesetzeslosigkeit gehasst, darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt. Wir lesen hier im Altaramäischen, im Hebräischen, im Urtext ganz klar, zweimal Elohim, zweimal Gott, darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt. Der Vater verherrlicht den Sohn als Gott, wie auch der Sohn den Vater verherrlicht als Gott. Vater, ich verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Johannes 17, Vers 4. Das bedeutet, der Vater nennt den Sohn Gott, der Sohn nennt den Vater Gott. Der Vater ist die Quelle des Lebens. Aus dem Vater gezeugt ist der Sohn. Nicht geschaffen. Der Herr sagt, bevor die Welt geschaffen wurde. Das bedeutet, Jesus behauptet, Koexistenz zu sein. Und wir wissen, Christen, dass Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Gott ist Geist, Johannes 4,24. Wenn Gott Geist ist und Gott unsichtbar ist, ist Jesus Christus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der sichtbare Gott, der ins Fleisch gekommen ist, das Wort Gottes, wurde Mensch. Das Ding ist auf jeden Fall, da steht zum Beispiel in Philipper 2,5, ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war. Als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Da steht nicht, als Jesus ein Mensch war. Jesus war kein Mensch vor seiner Menschwerdung. Als Jesus in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam, ja, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott, der Vater, auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesus Christus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das bedeutet, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes.
Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig auf viele Weise durch die Propheten gesprochen hat, Altes Testament, hat Gott durch seinen Sohn gesprochen. Ihn hat er eingesetzt, den Sohn zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Verstehst du? Wenn Gott durch sein Wort die Welt geschaffen hat, damit habe ich kein Problem. Weil die Bibel sagt, höre Israel, das erste Gebot, euer Gott ist ein Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen und allem, was du hast. Das ist das erste Gebot. Höre Israel, Shema Israel, höre Israel, euer Gott ist ein Gott. Und in Jesaja 44, 24 steht, und ich lese dir das vor aus dem Alten Testament, und dann vielleicht wirst du es verstehen. Jesaja 44, 24. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib an gebildet hat. Ich bin der Herr, der alles tut, der den Himmel allein ausbreitete und die Erde weit machte ohne Gehilfen. Ich bin der Herr, der alles tut, der Himmel ausgebreitet hat und die Erde weit gemacht hat ohne Gehilfen. Jetzt gehen wir auf Hebräer. Und jetzt wird es erklärt. Ich denke, wir haben es alle verstanden. Gott sagt, ich habe ohne Gehilfen Himmel und Erde geschaffen. Ohne Gehilfen. Jetzt wird es ganz interessant. Wenn ich mal in dieser Bibel etwas aufschlagen kann, ohne lange Zeit zu brauchen, weil es eine neue Bibel ist. So, jetzt haben wir es. Was haben wir vorhin gehört? Ich bin der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib an gebildet hat. Ich bin der Herr, der alles vollbringt. Ich habe den Himmel ausgebreitet durch mich selbst, ohne Gehilfen. Ohne Gehilfen. Jetzt spricht der Vater über den Sohn, aber von dem Sohn, oh Gott. Der Vater nennt den Sohn hier Gott. Dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Psalm 45, derselbe Vers aus dem Alten Testament. Du hast die Gerechtigkeit geliebt und die Ungerechtigkeit gehasst. Darum hat dich, oh Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt, mehr als deine Gefährten. Und jetzt spricht der Vater über den Sohn. Du, o Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände Werk. Aha, Jesaja 44, 24. Ich habe Erde und Himmel ausgebreitet durch mich selbst ohne Gehilfen. Wenn der Vater spricht, dass der Sohn das getan hat, wie ist das möglich? Weil wir an einen Gott glauben. Und dieser Gott ist ein Gott. Sonst würde Gott sagen, ich habe durch einen zweiten Gott Himmel und Erde geschaffen. Nein, durch mich selbst habe ich alles ausgebreitet ohne Gehilfen, sagt Gott. Und hier steht, dass der Vater durch den Sohn das gemacht hat. Weil wir an einen Gott glauben. Und dieser Gott entfaltet sich durch den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Hier steht, hat er in den letzten Tagen uns durch den Sohn geredet, den er zum Erben über alles eingesetzt hat, durch den er auch die Welt geschaffen hat. Jesus ist der Glanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt das Weltall durch das Wort seiner Macht. Der Sohn hält das Weltall, das Universum durch sein Wort. Denn Jesus ist das Wort Gottes und das Universum wird durch Christus sein Wort gehalten. Und er ist das Wesen des Vaters, das Ebenbild. So, jetzt hast du das Wesen Gottes ungefähr verstanden, wie die Bibel uns ungefähr sagt, was das Wesen Gottes ist. Und ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Wir lesen, Gott schafft alles, sechsten Tag den Menschen. Am siebten Tag ruhte Gott. Nicht, dass Gott Ruhe braucht, sondern er hat alles vollbracht. Und diese Ruhe ist nicht so gemeint wie eine menschliche Ruhe, sondern er hat alles vollbracht und hat sich ausgeruht. Wir haben kein menschliches anderes Wort dafür. Sagen wir einfach, Gott hat gar nichts gemacht von der Hinsicht von dieser dreidimensionalen Welt, sondern er war wieder auf seinem Thron und hat weiterhin die Engel geführt und seine geistliche Welt drüben hat er weiterhin geherrscht. So, das Ding ist auf jeden Fall, am siebten Tag, wir lesen dann auf jeden Fall, dass im Garten Eden alles wunderbar war. So, es war alles schön,
Gott hat alles wunderbar geschaffen. Alles, was Gott geschaffen hat, war gut. Das Ding ist auf jeden Fall, es gibt ein Problem. Nämlich ein Widersacher, der auf dieser Erde geklatscht ist. Der Herr sagt ganz klar, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Genau dieser Satan, der im Buch Hiob ganz klar sagt, ich bin am Umherstreifen der Erde. Das bedeutet, der Satan wurde von der geistlichen Welt auf die dreidimensionale materialistische Welt, auf den himmlischen Regionen, wo er jetzt herrscht mit seinen Dämonen, in den Geist des Ungehorsams durch die Menschen, den Geist des Antichristen, wirkt. Das bedeutet, geistliche Welt, tschüss. Umherstreifen der Erde, immer noch quasi gefangen in den Materialismus. Von dieser materialistischen Welt wird er dann endgültig auf die Erde hinabgeworfen in Offenbarung 12. Das Problem ist auf jeden Fall, dass er dann es geschafft hat, dass der Mensch auf ihn hört und nicht auf Gott. Die Konsequenz dafür ist die Übertretung. Die Übertretung ist die Gesetzeslosigkeit. Die Gesetzeslosigkeit ist die Sünde. Die Sünde ist der Tod. Der Tod ist der geistliche Tod. Der geistliche Tod ist die Trennung zwischen Mensch und Gott. Das alles wurde verursacht durch den Widersacher der Verkläger der Nationen, nämlich der Teufel. Der Teufel hat die Verbindung zwischen dem Mensch und Gott getrennt durch den geistlichen Tod. Gott sagt zu Abraham, du wirst heute sterben. Abraham starb im Jahre 940, denn ein Tag bei Gott, Gott hat nicht gelogen, ein Tag bei Gott sind 1000 Jahre. Abraham hat nicht das Jahr 1000 vollendet, sondern er wurde im Jahr 940 wieder zu Staub. Darum auf jeden Fall auch die Zahl 940, weil es ein Tag in den Augen Gottes ist. Der Mensch wurde vertrieben aus dem Garten Eden. Die Cherubim wurden eingesetzt, haben den Garten bewacht und so weiter. Die Sünde kam. König David, Psalm 51, meine Mutter hat mich in Sünden geboren. Bam. Jeder Mensch stirbt. Gott hat die Zeit festgelegt auf dem menschlichen Lebensalter zwischen 120 und 140. Darüber hinaus lebt kein Mensch. So, das hat Gott dann auch gemacht. Dann kam auf jeden Fall die Sintflut. Die Sintflut ist ein anderes Thema. Da kamen auf jeden Fall die Söhne Gottes haben sich die Töchter Gottes geschnappt und hatten Geschlechtsverkehr mit denen. Dann sind die Nephilim entstanden und so weiter. Das waren Kannibalisten, die Menschen gegessen haben. Und das sind die Legenden, die Helden aus den griechischen Mythologien wie Achilles oder Herkules oder weiß ich nicht, was für Halbgötter in der griechischen Mythologie gibt. Das ist alles biblisch. Das hat nichts mit griechischen Mythologie. Das ist keine Mythologie, sondern das ist wahr. Das sind die Nephilime, damals die Riesenmenschen gewesen. Das ist eine Folge von Sünde. Sünde ist Tod. Gott liebt Gerechtigkeit und hasst die Gesetzlosigkeit. Gott macht eine Überschwemmung. Die Überschwemmung ist die Sintflut. Noah warnt die Menschen. Menschen hören nicht. Und so weiter. Bis zum heutigen Tag auf jeden Fall lebt die Erbsünde in jedem Menschen. Dann kam die Verheißung im Alten Testament, einer wird kommen. Er wird die Sünden seines Volkes tragen. Psalm 130, du wirst dein Volk retten, Herr. Jesaja 53, 4-7, der Knecht des Herrn, der Messias, auf den Gott der Vater seinen Geist gelegt hat, er wird für die Sünden der Welt sterben. Er wird leiden. So. Und da lesen wir ganz klar, dass Gott so und so weiter gearbeitet hat. Die Folge der Sünde ist der Tod und Christus kam in seine eigene Schöpfung. Johannes 1,1, im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch das Wort geschaffen. Ohne das Wort ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Er war in der Welt, die Welt ist durch ihn geschaffen, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, in seine Welt, doch die Welt hat ihn nicht erkannt. Alle da aber, die ihn erkannten, alle, die ihn an seinen Namen geglaubt haben, denen gab er auch das Anrecht, seine Kinder zu werden. So, das bedeutet, dass wir jetzt die Verbindung, die wir verloren haben im Garten eben, durch Christus wieder erlangt haben. Dann gibt es auf jeden Fall jetzt den Glauben, auch da kommt jetzt von der apostolischen Kirche, dass nämlich Adam, der erste Mensch, im Alter von 940 Jahren in der Schädelstätte in Golgatha begraben worden ist. Ob er stimmt, weiß ich nicht. Und das Blut Jesu Christi ist auf den Schädel von Adam geflossen. Und darum sieht man auf dem orthodoxen Kreuz und so weiter den Schädel von Adam unter dem Kreuz, weil es besagt, dass Jesus sein Blut auf den Schädel geflossen ist und wie durch die Sünde von einem Adam gekommen ist, wurde die Sünde entnommen durch einen Menschen, einen Adam, nämlich durch Christus, der Mensch wurde. Und das ist
das Christentum, das ist die frohe Botschaft, dass wir in die Feuersee gehören, laut dem, nicht nach menschlicher Weise. Wenn ich jetzt Geschlechtsverkehr habe mit einer Frau, dann wird nicht die Polizei kommen und sagen, wir verbrennen dich jetzt. Wenn ich jetzt lüge, wird nicht die Polizei kommen und sagen, aha, ab mit dir. Wenn ich jetzt stehle, wird wahrscheinlich die Polizei mich einsperren, aber sie werden mich wieder freilassen. Laut dem göttlichen Maßstab und laut dem Maßstab eines heiligen Gottes verdient jeder Lügner, jeder, der nur eine Lüge erzählt hat, die Feuersee. Der Lohn der Sünde ist der geistliche ewige Tod in der Feuersee. Das ewige Leben ist das Geschenk Gottes durch Christus Jesus. Das bedeutet, wir haben die Hölle verdient. Jesus hat die Hölle von uns entnommen. Jesus hat den Geist des Zornes, der in jeden Muslim, in jeden Atheist, in jeden Buddhist, in jeden Hinduist, in alle, die nicht den Geist Gottes haben, wohnen. Und dieser Geist des Ungehorsams ist dieser rebellische Geist. Wie entfacht sich der rebellische Geist? Durch die Früchte und durch das Bekennen, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist. Das ist dämonisch und satanisch. Wenn jemand sagt, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, Jesus ist nicht gekreuzigt, Jesus ist nicht auferstanden, was die Muslime bezeugen, das ist laut der Bibel satanisch, dämonisch, Lüge und das ist der Geist des Antichristen, des Teufels in jeden jeden ist in dem Sohn, wer den Sohn die Wahrheit erkennt, ne? Der Herr sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Wenn euch nun der Sohn befreit, so seid ihr wirklich frei. Ich sage euch wirklich, aus ganzer Liebe und ganzem Herzen, ihr werdet nach dem Tod, warum nur für die Muslime? Weil ich Ex-Muslim bin und im Allgemeinen rede. Ich sage immer Muslime, Atheisten, Buddhisten, Hinduisten und so weiter. Weil ich Ex-Muslim bin, rede ich über muslimischen Glauben auch, damit sie zur Wahrheit kommen. Naja, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, nicht die Christen brauchen das Evangelium, sondern die Kranken, die nicht Christus kennen, brauchen den Arzt. Ich brauche nicht das Evangelium, einen Christen zu predigen, sondern ich muss das Evangelium denen predigen, die das Evangelium nicht kennen. Macht doch Sinn. Und das sind die Muslime. Sie sehen das Kreuz in der Schule, sie sehen das Kreuz im Krankenhaus, sie sehen das Kreuz auf einer Kirche, aber sie verstehen nicht, was am Kreuz für den Menschen passiert ist. Sie sehen das Kreuz, es ist ein Zeichen Gottes, das Kreuz. Das Kreuz sieht jeder Mensch in sein Leben. Und jeder Mensch sollte eigentlich dazu verpflichtet sein, als ein natürlicher Mensch, der logisch denken möchte, was ist das am Kreuz? Dann gehst du in die Thematik hinein, dass Gott Mensch wurde und Gott den Menschen durch sich selbst versöhnt hat am Kreuz und durch sein Blut uns reingewaschen hat und unsere Übertretungen und Sünden auf sich genommen hat, damit wir nicht in die Hölle kommen, sondern damit wir jetzt das Anrecht haben, seine Kinder zu sein und als ein Kind Gottes, das Miterben des Christus sind. Denn alles, was dem Vater gehört, gehört dem Sohn und alles, was dem Sohn gehört, das gehört dem Vater und alles, was den Kindern Gottes dann auch gehören wird, das wird euch alles mitgegeben werden, denn ihr seid nicht irgendwelche random Menschen, sondern ihr seid Miterben des Christus. Es wird so krass werden. Ich kann es mir so ungefähr vorstellen, es gibt den weißen Stuhl, den Richterstuhl Christi, Römer 14, Offenbarung 20, und da wird es auf jeden Fall auch so eine Abrechnung geben von Gläubigen, wo jeder individuelle Seele, gläubige Seele, seinen Lohn dann bekommt. Hölle und Himmel, so ein Witz.
Glaub mir, das ist kein Witz. Es gibt unzählige Menschen. Wort Gottes, Jesus hat doppelt so viel über Hölle und Himmel gepredigt, über die Hölle gepredigt als über den Himmel. Lazarus ist in den Himmel gekommen, er hatte Glauben an Gott. Der reiche Mann ist in die Hölle gekommen, er leidet Pein. Also, falls du nicht an Hölle und Himmel glaubst, glaube mir, das ist eine vergängliche, dreidimensionale Welt, mein Lieber oder meine Liebe. Da du aber durch so eine Aussage den Fürsten des Materialismus, dem Satan, nachhängst, dann kommt die Täuschung von deinem Vater, nämlich dem Widersacher, der dich in diese Täuschung hineinblickt und dir und dich arbeiten lässt für seinen Materialismus. Denn ihm ist es gegeben, sein Territorium, seine Sachen zu geben. Jesus, sie hat den Herrn Jesus sogar versucht, hat gesagt, mir ist es gegeben, dir alles zu geben, alle Reiche der Erde. Ne? Ihnen ist gegeben, warum? Weil er der Fürst dieser Welt ist. So. Er ist in diesem Materialismus gefangen und gibt den Menschen das, was er bieten kann. Ja, weil der Teufel selber im Materialismus gefangen ist, muss er dir das geben, was er geben kann, nämlich Materialismus. So ist es auch bei Satanisten oder bei irgendwelchen Verträgen, Universal. Unterschreibst du für 5 Millionen, musst du Gott lästern, musst du für diese Elite arbeiten und so weiter. Es ist überall, in jeglichen Bereichen so. Möchtest du Macht, möchtest du Geld, möchtest du 80 bis 100 Jahre dreidimensionale vergängliche Gelüste haben? Ja, gerne. Der Teufel kann dir das bieten. Möchtest du ewiges Leben haben? Möchtest du leiden auf dieser Erde und das ewige Leben im Umkehrschluss dann bekommen? Dann folg Christus nach. Die du machen wirst, aber auch die schwierigste. Und das wird sich dann auf jeden Fall offenbaren, wenn du erstmal glaubst. Denn wenn du glaubst, dann fängt die Party an. Wenn du erstmal glaubst, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und du dich für Christus entschieden hast, dann fängt auf jeden Fall die Schwierigkeiten an. Dann kommt die Anfechtung, dann siehst du, die geistliche Welt ist real und so weiter. Aber Bro, erstmal 6 Milliarden Menschen glauben nicht mal an Jesus. Ja, darum sagt auch der Herr Jesus, groß und weit ist der Weg, der ins Verderben führt. Und viele Menschen sind es, die auf diesen Weg gehen. Und schmal und klein ist der Weg, der ins ewige Leben führt. Und wenige Menschen sind es, die ihn finden werden. So. Es hat nichts mit der Population oder von der Größe von Menschen zu tun, ob Menschen jetzt daran glauben. Es geht einfach darum, auf jeden Fall, dass wenige diesen schmalen Weg gehen werden. Und dieser schmale Weg ist Jesus Christus. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Seit wann gibt es Gott? Gott ist koexistent. Ich glaube an einen Gott, der über Raum, Zeit und Materie ist. Ich glaube an einen Gott, der auf jeden Fall Himmel und Erde geschaffen hat und über Raum, Zeit und Materie herrscht. Danke, Cindy, für das Geschenk. Ich glaube an einen Gott, der durch sein Wort, den Herrn Jesus, das Sichtbare und das Unsichtbare geschaffen hat. Also wenn du sagst, woher kommt Gott, kann ich dir das nicht erklären. Das kann dir keiner sagen, woher kommt Gott. Die Bibel sagt uns, er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und unsere menschliche Gesinnung und unser Gehirn kann es nicht fassen, die Allgegenwärtigkeit und Allmächtigkeit Gottes. Voll unfair. Gott erschafft die Sünde, Gott erschafft, nein. Gott hat nicht die Sünde geschaffen. Die Sünde wurde durch den freien Willen, durch einen nicht einen Erzengel, sondern einen Cherubim, nämlich Luzifer, gemacht. Gott hat die Hölle geschaffen, aber nicht für den Menschen. Jesus sagt, und sie werden in die ewige Strafe hingehen oder in das ewige Feuer, das dem Teufel und seine Engel bereitet worden ist. Also die Hölle ist ein Ort gemacht im Ursprung eigentlich für den Teufel und seine Engel. Da aber der Mensch mitrebellierte und auf die Schlange hört im Garten Eden, ist es der Lohn der Sünde auch, dass der Mensch dahin geht. Denn der Lohn der Sünde ist der geistliche ewige Tod. Und darum ist auch Christus gekommen, um dich von diesem Ort zu bewahren. So. Und die Sünde ist nicht durch Jesus. Jesus und Gott auf jeden Fall haben nicht die Sünde entworfen, sondern wie du einen freien Willen hast. Du hast einen freien Willen, du kannst entscheiden tagtäglich von Gut und Böse. Du kannst selber entscheiden. Du kannst entscheiden, heute gehe ich mit einer AK-47 in die Stadt hinein oder ich gehe mit einer Bibel und verteile Bibeln. Du kannst entscheiden von Gut und Böse. Und Luzifer, der schönste und höchste Cherubim, hatte den freien Willen und in ihm wurde dann auf jeden Fall Hochmut gefunden und Stolz
Und er hat dann auf jeden Fall auch gegen Gott rebelliert, ne? Und die Engel, die dann mit ihm gefallen sind, sind dann diejenigen, die heutigen Dämonen auf den himmlischen Regionen, die uns versuchen wollen, uns fallen. Und ja, die geistliche Welt, sage ich, ist real. Also ich kenne, kennt ihr Nick Vucin, ich kann diesen Jugo-Namen nicht aussprechen, Nick Vucinic oder so heißt er, der hat keine Arme und keine Beine. Kennt ihr den Nick, den Bruder Nick, der keine Arme und keine Beine hat? Der Bruder Nick, der war in Brennpunkten, wie auch in Afrika oder Indien, und der hat gesagt, dass die spirituelle Welt, die geistliche Welt, ist realer als alles andere. Er hat es mit eigenen Augen gesehen. Er hat Tarotkarten mit eigenen Augen gesehen. Er hat Voodoo, schwarze Magie, mit eigenen Augen gesehen. Und wenn du schwarze Magie mit Voodoo, mit eigenen Augen siehst, und du, dann siehst du diese dämonische Präsenz und die geistliche Welt, dann wirst du mit eigenen Augen auch erleben. Wenn du zu einem Voodoo-Zauberer nach Indien oder nach Afrika gehst, in Brennpunkten, die werden dir sagen, die geistliche Welt ist realer als diese physikalische Welt. Glaub mir. Und wenn du nicht an ein Leben nach dem Tod glaubst, wirst du getäuscht. Wenn du nicht an Himmel und Hölle glaubst, wirst du getäuscht. Magie existiert laut Bibel. Ja, und alle Hexen und Zauberer werden in die Feuersee kommen, laut Offenbarung 20. Gibt es Menschen, die das sehen können? Engel und so weiter. Ja. Maria Magdalena, zum Beispiel. Jesus war am Sabbat, ruhte im Grab. Am Tag der Auferstehung, am Sonntag, ging sie zum Grab und sah den Stein weg. Und ein Engel war auf dem Stein und hat gesagt, ihr sucht Jesus Christus, den Nazarener, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dann hat sich auf jeden Fall, wie Paulus auch sagt, seid gastfreundlich, denn etliche von euch haben Engel aufgenommen. Engel haben sich im Alten Testament auch durch Menschen offenbar gemacht. Glaubst du an Nestorianismus? Nein, ich glaube nicht an Nestorianismus. Ich kann das nicht aussprechen. Sagen wir einfach Nestorian. Einfacher. Nein, ich glaube nicht an diese. Ich glaube auf jeden Fall an das Konzil von Ephesus in 400, Jahre 400. Und ich glaube auch an die Theotokos. Ne? Weil das Konzil hat dann auch gesagt, wer nicht an die Theotokos, die Gottesgebärerin, nach dem Fleische glaubt, der ist Anathema, der ist verflucht. Wenn das die Kirchenväter durch den Heiligen Geist entschieden haben, dass Maria die Theotokos, die das Wort Gottes nach dem Fleische geboren hat, wer bin ich dann, dass ich dann das leugne? Also das gleiche Wort für verflucht aus Galater 1, Vers 8 ist hier auf jeden Fall dasselbe auf die Theotokos, wer nicht an die Theotokos glaubt. Glaubst du an Sola Scriptura? Ich glaube in der Hinsicht auf Sola Scriptura, dass man nichts zum Wort braucht für die Errettung, für 1. Mose Erschaffung der Welt, für Offenbarung, dass nichts weiter hinzugefügt werden soll und so weiter. Glaube ich an die Schüler der Apostel oder an die Briefe, die durch die Heiligen in den ersten Jahrhunderten und so weiter gegeben worden sind und die Kirchenväter und die Aposteln und die Heiligen und so weiter, glaube ich auf jeden Fall, weil das alles wurde ganz klar durch den Heiligen Geist weitergegeben, ne? Und auch weiterhin zu den Schülern der Aposteln. Also ich glaube an Sola Scriptura, dass man zur Schrift für die Errettung und so weiter nichts hinzufügen braucht, aber ich glaube auch auf jeden Fall an die ganzen Briefe, weil sie durch den Heiligen Geist auf jeden Fall eingegeben sind. Und wenn du dann sagst, nein, ich brauche das nicht zur Schrift und ich glaube daran nicht und so weiter, dann glaubst du nicht an den Geist Gottes, der durch die gewirkt hat. So, ja, so ungefähr.
Ich ignoriere Menschen, die selber kein Profilfoto haben und sich über andere Menschen lustig machen. Ich verstehe das sowieso nicht, ne? Weil ich auch weiß auf jeden Fall, dass es nicht der Geist Gottes in dir ist, sondern das ist dieser materialistische Geist in dir, der verführt wird. Danke, Cindy, für den Cowboyhut. Bist du syrisch-orthodox? Nee, ich war... Was für ich war? Ich bin seit 5, 6 Jahren Christ, habe bis jetzt immer eine Freikirche besucht, habe mich mit den 7-Tages-Adventisten, mit den Baptisten, mit den messianischen Juden, mit den Zeugen Jehovas, mit so vielen anderen Sachen auseinandergesetzt. Und jetzt lerne ich die apostolische Kirche kennen. Und von allen diesen ganzen Sachen interessiert mich auf jeden Fall die apostolische Kirche am meisten. Frank, dir auch Gottes Segen. Möge der Herr uns allen gnädig sein. Amen. Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich über uns. Ein Sünder. Was ist Tipatokos? Juliana, süß auf jeden Fall. Theotokos. Theotokos ist die Übersetzung vom Griechischen als Gottesgebärerin. Es gab ein Konzil im 4. Jahrhundert. Und es gab einen Nestorianer, ein laut der Bibel, der aus der Priesterschaft, aus dem Patriarch, ich weiß nicht, ob ein Patriarch war oder so, dann heraus exkommuniert worden ist, ne? Und er dann die Lehre von zwei Naturen, nämlich dass Christus nicht Gott war, eben in dieser menschlichen, ja, er wollte es einfach nicht glauben, so eine menschliche und so eine göttliche. Wir glauben an einen wahren Wort Gottes, Jesus Christus, wahrer Gott vom wahren Gott, und dieser wahre Gott, der vom wahren Gott kommt, wurde in seiner wahren Natur als Gott in Menschengestalt geboren. Das heißt, das Wort Gottes wurde Mensch. Und er wollte nicht darauf klarkommen und hat irgendeine Lehre dann weiterverbreitet, die heute in den, ich weiß nicht, koptischen oder arabischen Gebieten in diesen Bereichen, in den Kirchen weit verbreitet ist, diese nestorianische Sache. Aber wenn die ganzen Patriarchen damals durch den Konzil, durch den Heiligen Geist entschieden haben, dass Maria Theotokos ist, nämlich Gottesgebärerin, dass sie das Wort Gottes nach dem Fleische geboren hat, und die Kirchenväter dann entschieden haben, dass, wenn man das nicht anerkennt, Anathema, verflucht ist, dann sollte man die Ohren aufspreizen. Das kann ich dazu sagen. Du bist 24, dachte 19. Ich bin 24. Geh mal nach Hause. Ich bin zu Hause. Vielleicht meinst du mein geistliches Zuhause. Also wenn der Herr Jesus möchte, werde ich bald nach Hause gehen, denn ich habe mein Palast im Himmel, so Gott auch gnädig ist und das vollbringt. Und Gott hat durch Christus uns ein Versprechen gegeben, nämlich, dass wir ein Haus woanders haben, nicht auf dieser Erde, sondern bei ihm selbst. Bist du aus Bayern wegen dem Akzent? Nee, ich bin nicht, ich bin aus Österreich. Hatte vor ein paar Tagen eine sehr komische Begegnung mit einem Heiden, der Magierrituale vollzieht. Abstand von solchen Menschen. Warst du in Deutschland? Ja, ich war jetzt 2 Tage in der Nähe von Stuttgart. Mein Bruder, hilf mir, ich komme vom Weg ab. Geh beten, mein Lieber. Bekenn deine Sünden. Der Gerechte fällt 7-mal, doch er steht wieder auf. Bruder, was sagst du Adventisten? Ich will nicht den falschen Weg gehen und ich vertraue dir.
Ich finde, die Adventisten, wenn sie versuchen, durch ihr Gesetz Gerechtigkeit zu bekommen, sie auf dem falschen Weg sind. Halten sie die Gebote aus Liebe, ist es vollkommen okay, aber sobald es ein bisschen Gesetz und alles, macht es keinen Sinn. Außerdem beschäftige ich mich selber gerade mit der apostolischen, katholischen, orthodoxen Kirche. Und zurzeit kann ich dir gar nichts empfehlen. Bis ich nicht selber im klaren Sinne bin. Welche Bibel-App empfiehlst du? Die YouVersion. Kommst mal in die Schweiz. Irgendwann vielleicht. Die Schweiz ist mir zu teuer. Ihr seid zu teuer für mich mit euren Franken. Meinung zu LGBTQ. Ich finde auf jeden Fall, jeder Mensch ist Mensch in der Hinsicht, dass er nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Ich denke nicht, dass ein natürlicher Mensch, der durch die natürliche Geburt in diese Welt hineingeboren ist, auf jeden Fall bestimmt ist für irgendeinen anderen Gender oder sich als Mann oder Frau fühlt, wenn er Frau ist als Mann oder wenn er Mann ist als Frau. Ich denke, dass Gott Adam und Eva geschaffen hat. Und ich denke auf jeden Fall auch, dass als Gott Adam und Eva geschaffen hat, es als gesund geschaffen hat und dementsprechend auf jeden Fall die Ursache von diesen ganzen Sachen zwischen, dass ein Mann mit einem Mann entbrennt oder ein Frau mit Frau Schande treibt, dass das ganz klar keine göttliche Inspiration ist, sondern dass es dämonische Inspiration ist. Inspiration. Ich kann diese Worte nicht aussprechen, aber ihr versteht schon, was ich sage. Und demnach kann ich auf jeden Fall sagen, LGBTQ, Jesus Christus, erbarme dich über jeden Menschen, kann ich sagen. Wirklich, Kyrie eleison an die Menschen. Möge der Herr uns eines Besseres belehren. Ganz klar ist diese ganze LGBTQ-Sache keine göttliche Gesinnung, sondern eine dämonische Gesinnung. Ich brauche nur Mohammed, mein Lieber. Ja, laut Johannes 3,36 ist er im Totenreich, laut Galater 1, Vers 8 bis 9 verflucht und laut Offenbarung 20,10 kommt er in die Feuersee. Und laut Matthäus 7 auch der falsche Prophet. Also, mein lieber Mohammedaner, ich nenne dich keiner, der dem Islam angehört. Dein Islam heißt Frieden. Im Islam gibt es keinen Frieden, weil dein Gott kein Gott des Friedens ist, sondern der Prinz des Friedens ist der Herr Jesus Christus. Glaube weiterhin den Irrtümern des Satans, indem du die Lehre des Christus nicht glaubst, sondern die Lehre Mohammeds. Und wer nicht in der Lehre des Christus bleibt, sagt ganz klar der Geist Gottes, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Ganz einfach. Meine liebe Fatima, an dir ist das Gleiche gerichtet. Du bist in eine falsche Religion hineingeboren. Ich war 18 Jahre sunnitischer Muslim. Ganz klar, wie bei dir, die Lehre Mohammeds hat nichts zu tun mit der Lehre des Christus. Die alten Propheten im Alten Testament haben den Sohn Gottes verkündigt, haben Gott im Fleisch verkündigt, wie Jesaja oder Micha oder der Psalmist David. Isa ibn Mariam existiert nicht. Wir predigen den historischen, belegbaren, biblischen, gekreuzigten Sohn Gottes von Nazareth, der ein Wesen mit Gott dem Vater ist. Und wenn es dir das nicht gefällt, dann verlass mein Leben. Dann soll er euch mal retten. Wir sind schon gerettet und wir wissen, dass wenn wir heute sterben, ewiges Leben haben durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Du kannst dir deinen Weg in den Himmel nicht erarbeiten und erkaufen mit deinen 5-mal am Tag Richtung diesen Götzenstein gebeten, Götzendienst, auch nicht mit deinem Zakat, auch nicht mit deiner Hatsch, mit deinen Götzenstein-Umrundungen 7-mal. Und die Vergebung der Sünden habe ich durch Gott selbst, dass Gott Mensch wurde und die Liebe Gottes geoffenbart worden ist, dass Gott der Vater seinen Sohn in die Welt gesandt hat und er für meine Schuld gestorben ist. Und allein das ist die Gnade und Barmherzigkeit Gottes und die Liebe Gottes. Und wenn du das nicht erkennst, mein Lieber, das, wie Paulus auch auf jeden Fall sagt, sie hätten gerettet werden können, aber der Satan hat sie getäuscht, denn das Wort des Kreuzes ist eine Torheit dessen Menschen, der verloren geht. Eine Torheit für euch.
Ihr hört, aber ihr hört nicht. Ihr habt Ohren, doch ihr hört nicht, Augen, aber ihr seht nicht. Wie der Herr zu den Pharisäern gesagt hat, so auch würde der Herr das zu euch auch sagen. Nein. Lest ihr einen Vers mal vor, für euch, die ihr nicht glaubt an den Sohn Gottes. Ihr wisst ja gar nicht, in was für einem Zustand ihr euch befindet. Ne? Euch ist das gar nicht bewusst, weil man merkt es ja nicht. Man merkt es dann erst, wenn man zur Wahrheit findet. Man merkt es vorher nicht. Du wirst es erst im Nachhinein dann checken, was dein Vorleben dann war, als du noch im Fleisch warst und als du auf jeden Fall noch nicht gerettet warst. Im Nachhinein, aber im Vorhinein, jetzt kapierst du nicht. Jetzt denkst du, Allah ist dein Herr, Mohammed ist der Gesandte und so weiter. Jetzt bist du noch blind von deiner hineingeborenen falschen Ideologie, was dir hineingetrichtert worden ist von Kindheit auf. Johannes 12, lesen wir mal. Der Herr Jesus spricht hier eindeutig. Guck mal. So. Mein lieber Muslim, wenn du über Wahrheit sprichst und den Islam nachfolgst, bist du getäuscht. Gibt keine Wahrheit. Gibt null Wahrheit in deiner Religion. Ich habe sowieso gesagt, eines Tages wartet ab. Der Koran neben mir, Sahih al-Bukhari neben mir, Google neben mir, Allahs Täuschung, das Buch neben mir, und dann kann die Party losgehen. Und dann zeige ich für Sure und Hadith zu Hadith, wie krank er war, wie pädophil er war, wie euer Buch aufgebaut ist für eure Gelüste, wie 60% des gesamten Korans nur auf Kafir, auf Ungläubige geschrieben worden ist. Und ich habe nichts gegen Muslime als Personen, aber ich habe gegen den dämonischen, antichristlichen Geist etwas. Ihr habt mit Pfeil und Bogen, Schwert und weiß Gott was durch den Dschihad bis heute, ist der Dschihad nicht vollzogen, der wird erst vollzogen, wenn es eine Weltbeherrschung gibt, und das wird es kommen bis Offenbarung 19, bis der Islam vernichtet wird, bis ein Kalifat ausgesprochen wird in der Endzeit und dann der Mahdi, der Antichrist, wo die Muslime denken, er wird auf jeden Fall den Weg von Isa bereiten, ne, der das Kreuz hier bricht und das Schwein tötet, laut Abdul Barra, die fanatischen Geschichten, die er gehört hat. Dann in Offenbarung 18, der Kaaba-Stein auch vernichtet wird, ne, an dem ihr eure Hoffnung gesetzt habt, an einen Stein. Ne, ihr könnt glauben, dass ihr den Stein umrunden könnt, um Sündenvergebung zu erhalten, aber ihr könnt nicht glauben, dass Gott Mensch wurde und für deine Sünden gestorben ist. Aber an den Stein könnt ihr festhalten. Offenbarung 18 wird der Stein vernichtet werden, die Stadt wird vernichtet werden, die Plagen werden kommen. Ist schon gekommen in den letzten Jahren. Die Plagen in Mekka, die ganzen Viecher, die ganzen Heuschrecken sind gekommen. Wie damals in Ägypten die ganzen Heuschrecken und die ganzen Viecher kamen auf dieses ägyptische Imperium und den Pharao. So wird auch diese Heuschreckenplage und so weiter alles ist schon gekommen auf Mekka und es wird noch schlimmer. Offenbarung 18 wird dann der Mekka-Stein und die ganze Stadt vernichtet werden und dann in Offenbarung 19, 14 bis 21 wird der ganze Kalifat vernichtet werden und dann in Offenbarung 20 werdet ihr euer Knie beugen vor dem Herrn Jesus Christus und dann werdet ihr in eure Gerichtsstrafe leider eingehen, weil ihr den Gott, den Vater, einen Lügner genannt habt, weil ihr das Zeugnis, was Gott durch seinen Sohn bezeugt hat, nicht geglaubt habt. Aber warum? Warum ist das so? Und obwohl Jesus so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde: Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat auch gesagt, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Diesen Vers hat Mohammed aus dem Alten Testament gestohlen, wie auch viele Verse, die Mohammed gestohlen hat. Nicht unsere Augen von den Käfir sind geblendet,
eure Augen sind geblendet. Der Teufel ist ein Täuscher. Der Täuscher ist derselbe Täuscher aus Sure 3,54. Das Problem ist, Gott kreiert etwas, der Teufel macht eine Duplikation davon. Wie zum Beispiel es eine heilige Trinität gibt von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Geist, so gibt es auch eine Trinität in der Endzeit von dem Antichrist, von dem Biest und dem falschen Propheten. Wie auch es eine Religion gibt für den Sohn Gottes, nämlich das Christentum, gibt es auch eine Religion, die basiert ist auf Lügen gegen den Sohn Gottes, den Islam. 2,5 Milliarden Menschen, die den Sohn Gottes bezeugen und die Lehre des Christus und 1,8 Milliarden Menschen, die alles, was Christus für das ewige Leben bezeugt und prophezeit hat, verleugnen den Islam. Als würde Jesus und Gottes Königreich im Christentum geistlich kämpfen gegen das satanische Königreich, nämlich den Islam. Bei ganzer Liebe und ganzem Respekt, wir können auf dieses Thema auch eingehen. Wenn du Johannes 8,44 mit 1. Johannes 2, 22 und 23 vergleichst, dann weißt du 100%, wer überhaupt Allah ist. Das wollt ihr aber nicht hören, weil dann tanzt wieder der dämonische, antichristliche Geist in euch Tango, und wenn ihr Tango tanzt, wisst ihr nicht, was hier von euch gibt. Dann könnt ihr nur noch beleidigen und verfolgen, weil ihr die Wahrheit nicht ertragt. So. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht mit den Augen sehen und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das sagte Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Doch auch von den Obersten glaubten viele an Jesus, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Und jetzt kommt das Problem der Muslime, wie auch in Vers 43, denn sie hatten die Ehre bei den Menschen lieber als die Ehre bei Gott. Warum? Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um Vater und Sohn zu entzweien, um Tochter und Mutter zu entzweien, um Enkelkind von und so weiter entzweien. Das sind an alle gerichtet. Zum Beispiel, ich bin der einzige Christ in meiner Familie. Lebe ich noch mit meiner Familie? Nein. Warum? Weil auch leider in meiner Familie heutzutage geht es besser, aber diese Präsenz, man merkt diese antichristliche Präsenz von meiner Familie und alle anderen Muslime. Jetzt als wiedergeborener Christ kann ich euch sagen, ich merke diese Präsenz, diese antichristliche Präsenz, und ich kann nicht weiterhin bei meinen Eltern wohnen oder bei anderen, weil ich fühle das und ich merke das. Seit Jahren. Und wenn ich euch erzähle, was alles passiert ist und was ich gesehen habe seit klein auf, dann würdet ihr Augen machen. Naja. Das ist eine andere Geschichte. Aber abgesehen davon, ich wollte einfach nur sagen, viele von euch Muslime, ihr seid zu stolz, zu hochmütig, zu arrogant, die Wahrheit in der Tatsachen des Auges zu sehen, weil ihr von klein auf getäuscht werdet. Eure Welt wird zusammenbrechen, wenn ihr in euren Familien dann sagt, ich möchte Christ werden. Denn die Ehre bei den Menschen ist euch lieber als die Ehre Gottes. Wie bei den Juden damals, die es nicht offenbar sagen. Euch ist die Ehre des Menschen. Euch ist die Namus und Sheref, die Ehre von eurer Mutter und eurer Vater und euren Großeltern oder weiß Gott, größer als die Ehre Gottes. Aber weil die Ehre Gottes für mich in einer höheren Priorität steht als die menschliche Ehre, leugne ich den Islam und ich bekenne mich nicht zu dieser Religion und ich kenne diese Religion und ich bin der einzige Christ in meiner Familie und ich kenne diese ganzen Sachen. Und ich wäre ein Heuchler und ich wäre ein Nichtsnutz, wirklich ein Nichtsnutz, der nichts machen würde, wenn ich weiterhin an den Islam glauben würde. Ich weiß, dass es genau diese Religion ist, die dieser Teufel offenbar gemacht hat, um die Kinder Gottes weiterhin in die Versklavung der Sünde zu treiben und den geistlichen Tod durch die Shahada, das unsichtbare Mahlzeichen anzunehmen, denn die Shahada ist das unsichtbare Mahlzeichen. Das sichtbare Mahlzeichen auf Stirn und Hand wird in Offenbarung 13 kommen, aber das unsichtbare Mahlzeichen ist die Shahada und auch alle anderen Glaubensbekenntnisse, die nicht den Sohn Gottes bezeugen. Das Problem ist, ihr seid geistlich tot, ihr seid geistlich durch die Shahada getrennt von dem lebendigen Gott. Die Shahada ist die erste Säule des Islams. Warum ist es die erste Säule? Dass ihr Allah bezeugt und Mohammed seinen Gesandten. Durch dieses Bekenntnis seid ihr geistlich tot. Durch dieses Bekenntnis seid ihr biblisch gesehen auf dem Weg in die Feuersee.
Darum muss jeder Muslim, damit er Muslim wird, die Schahada aufsagen. Und das ist das Bekenntnis, ganz klar, für die Feuersee. Denn wer die Schahada aufsagt, leugnet den Vater und den Sohn und katapultiert sich selber in die Feuersee. Jesus rief, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Aha. Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an Gott, den Vater. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Wer mich sieht, der sieht Gott, den Vater. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wer meine Worte hört und nicht glaubt, wie die Muslime tagtäglich in mein Leib, wer meine Worte hört und nicht glaubt, den werde ich nicht richten. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat durch mich gesprochen. Gott, der Vater, spricht durch Gott, den Sohn. Ihr nennt den Vater einen Lügner. Ihr nehmt nicht das Zeugnis, was Gott, der Vater, über seinen Sohn abgelehnt hat, sondern ihr liebt das Zeugnis des Satans. Ihr liebt die mohammedanischen Zeugnisse. Ihr liebt die Schahada. Ihr liebt weiterhin heuchlerisch, ganz klar, die Ehre der Menschen zu suchen, und die Ehre Gottes ist euch scheißegal. Die Lehre der alten Propheten hat nichts zu tun. Guck mal, Abdul Memra, gib ein, YouTube, Memra TV. Abdul Memra, der sagt zum Beispiel, der spricht so auf Arabisch, der spricht mit euch Muslimen gerne auf Arabisch, erklärt euch auf Arabisch. Abdul Memra sagt dann, an die Muslime gerichtet, wenn jemand Mohammed nachfolgt, der Kontext ist, dass die Muslime sagen, wir lieben alle Propheten, ihr Heuchler. Ihr Heuchler. Warum Heuchler? Kommt gleich. Abdul Memra hat gesagt, ganz klar, wer Mohammed nachfolgen möchte, der muss alle Propheten leugnen, alle Propheten und die Lehre der Propheten leugnen, den Engel Gabriel leugnen, Gott den Vater leugnen und Gott den Sohn leugnen. Alles muss er leugnen, um Mohammed nachzufolgen. Warum? Wenn du die alten Propheten anhörst, Jesaja 9, Vers 5, Jesus ist Gott. Wenn du den Propheten Micha in Micha 5 hörst, dann sagt Micha in Micha 5, Jesus ist Gott. Wenn du in, sagen wir, in den Psalmen guckst, in Psalm 45, der Messias ist Gott. Wenn du in Buch Daniel guckst, der Messias ist Gott. Das bedeutet, die alten Propheten haben den Messias, wer ist überhaupt der Christus? Der Christus ist das Wesen Gottes. Der Christus ist ein Wesen, das koexistent ist. Der Christus ist das Wort Gottes. Der Christus, das Wort Gottes, ist Gott selbst. Das ist das Konzept des Messias. Der Messias ist Gott in Menschengestalt, darum auch Gottes Sohn. Ja, weil er die zweite Hypostase, die zweite Rolle spielt in der dreieinigen Gotteseinheit, natürlich. Aber dennoch ist er Gott manifestiert im Fleisch, der gesagt hat ganz klar, wer mich sieht, der sieht Gott den Vater. Ich und der Vater sind eins. Ich bin das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Kolosser 1,15. Alles ist durch Jesus und für Jesus geschaffen. Kolosser 1,17. Und wer meine Worte hört und nicht glaubt, den werde ich nicht richten, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Das bedeutet, eines Tages werdet ihr vor Gottes Thron stehen, Römer 14, nicht Kursi Allah, sondern Christus sein Stuhl, ne, der Richterstuhl ist Christus. Und dann wird Christus zu euch sagen, Alan, mein geliebtes Kind, hat auf TikTok evangelisiert, ihr habt nicht gehört. Maximilian hat auf der Straße das Evangelium gepredigt, ihr habt euch lustig gemacht. David hat euch einen Flyer in die Hand gesteckt und ihr habt diesen Flyer in den Müll geschmissen. Julia hat auf der Straße dir eine Bibel in die Hand gegeben und du hast es nicht angenommen. Nachdem Gott in jeglicher Art gesprochen hat, Hebräer 1,1, Gott spricht in jeglicher Art. Gott spricht durch sein Wort. Gott spricht durch seine Kinder. Gott spricht durch eine Bibelgabe. Zum Beispiel der Bruder Omar von Hakika TV kommt aus dem Irak, hat den Islam verlassen.
sieht auch den Islam als die Religion des Antichristen, Allah als den Widersacher, den Teufel laut der Bibel, und ganz klar die ganze Lehre von Mohammed als dämonisch und satanisch laut der Bibel, hat auch ganz klar gesagt, nachdem er gebetet hatte, ist er raus spazieren gegangen, und nachdem er spazieren gegangen war, hat ihn ein Mann, glaube ich, oder ein Junge in eine Bibel in die Hand gedrückt. Und das war das Zeichen Gottes, dass jemand ihn eine Bibel einfach random in die Hand gedrückt hat, nachdem er gebetet hat. Viele Wunder. Gott arbeitet individuell. Gott arbeitet im Iran zurzeit viel. 50.000 Moscheen anscheinend geschlossen. Viele Iraner bekommen Visionen und Träume von Jesus. Viele Türken, viele Araber, Saudi-Arabien. Die Leute haben keinen Bock mehr auf diese dämonische Scharia. Sie haben keinen Bock mehr auf dieses politische Islam. Sie haben keinen Bock mehr auf öffentliche Auspeitschungen, auf Hände abschneiden und dieses Steinzeitleben. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, dass sie nicht mehr in diesen Steinzeitversklavungen leben. Dann sagen die ganzen Muslimas, Alhamdulillah, ich bin eine Muslima. In Wahrheit, laut Mohammed, bist du einer von den 72 Jungfrauen. Oder laut dem islamischen Staat wärst du eine, ganz klar im Menschenhandel, eine Sexsklavin. Wow, du musst sehr stolz sein, wenn du sagst, Alhamdulillah, ich bin Muslime, obwohl die Religion des Islams die frauenverachtetste Religion überhaupt ist. 40.000 Jesidinnen in Syrien, in mein Heimatland, entführt, getötet und vergewaltigt. 40.000 bis 50.000 haben sich die hübschesten Frauen genommen, der Rest wurde getötet, die anderen wurden vergewaltigt und dann getötet. Und jetzt sagen die Muslime, die Shisha-Muslime und die Euro-Muslime, das sind keine Muslime, die haben den Islam nicht verstanden. Doch, sie haben den Islam verstanden, sie haben den wahren Islam verstanden, sie haben die Sunna verstanden, sie haben das verstanden, was Mohammed gelebt hat, Abu Bakr gelebt hat und die ganzen anderen Kalifen, die in die Finsternis, in die äußerste Finsternis gelaufen sind. Sie haben den Islam verstanden, ihr habt den Islam nicht verstanden. Ihr habt den Islam in Deutschland, Österreich und Schweiz nicht verstanden. Sie haben in Syrien, in meinem Heimatland, den Islam verstanden. Sie leben das Leben in Sahih al-Bukhari, in allen Bereichen leben sie das aus. Ja. Ich sage es den Leuten immer, Luzifer hat 1/3 Milliarden von Engel verführt. Wenn er es geschafft hat, 1/3 von der Herrschaft Gottes zu verführen, hat Luzifer die Macht, auf der Erde über die Hälfte der Menschen zu verführen und die von dem Feuersee zu bringen. Aber nicht nur durch den Islam. Okay, Mohammed ist für mich der größte Antichrist, der jemals gelebt hat. Ob es einen größeren Antichristen geben wird, wahrscheinlich nicht. Es wird aber ein Antichrist kommen in der Zukunft, nämlich der Satan persönlich. Und das ist das Krasse, wie der iranische Islamwissenschaftler gesagt hat, wenn der Mahdi kommt, für uns Ex-Muslime ist der Mahdi dann auf jeden Fall die Vollendung, auch die Täuschung des Antichristen, wo die Muslime ein Kalifat bilden werden, ne, und sie dann auf jeden Fall Israel angreifen wollen. Der iranische hat dann gesagt, wenn Mahdi kommt, werden die Präsidenten und die Könige des Westens geköpft werden. Das bedeutet, Olaf Scholz und alle anderen, Putin oder Emmanuel Macron oder eine Mama Merkel, laut denen wird der Islam auf der ganzen Welt dann ein Kalifat gebildet haben. Dann lesen wir Offenbarung 18. Ganz klar wird für mich das Bild des Tieres, also für mich ist das Bild des Tieres der Kaaba-Stein. Ne? Für mich ist das Bild des Tieres in der Offenbarung, Offenbarung 13 bis Offenbarung 18, ist für mich das Bild des Tieres. Sie machten sich ein Bild, und dass sie sogar das Bild anbeteten. Für mich ist das Bild des Tieres der mechanische Götzenstein in Mekka in Saudi-Arabien. Falls in Zukunft ein anderes Bild kommt, keine Ahnung, aber für mich ist das Bild des Tieres ganz klar der mechanische Stein. Warum? Damals haben alle Religionen, wie nehmen wir auch Islam und so weiter, Juden und so weiter, Richtung Israel, wie auch die Juden immer noch Richtung Israel gebeten haben. Laut der Offenbarung hat der Satan seine Macht dem Tier gegeben, dass sie nicht mehr jetzt Richtung Jerusalem beten, die Muslime, sondern der Satan hat seine Macht dem Tier gegeben und jetzt beten sie das Tier, das die Macht vom Satan bekommen hat, in Mekka an. Und das Bild des Tieres wurde dann in Mekka gebracht. Die Muslime sagen
Abraham hat es gemacht. Abraham war historisch gesehen nicht mal 1000 Kilometer entfernt von Mekka. Also kann Abraham das nicht gemacht haben. Dann lesen wir einen Vers im Alten Testament, ich glaube Sephania oder so war das, wo da steht, dass dieser Götzenstein von einem Ort zum anderen gebracht wird. Also es passt alles zusammen. Ich habe mir das alles genau angeschaut, für mich ganz klar. Vielleicht für euch ist das Bild des Tieres, für mich ist das ganz klar die Offenbarung. Wie auch die Hälfte des geistlichen Todes durch den Islam entstanden ist, auch prophezeit worden im Buch der Offenbarung. Also, dass man den Islam in der Bibel sieht, ist nichts Neues, aber nicht als Prophezeiung für Wahrheit, sondern als Warnung. Dann gibt es einen Bruder, der heißt Revelation, der hat über 341 Verse in der Bibel über die Warnung des Islams gefunden. Der hat 341 Verse gefunden über Warnungen. Nicht, dass Mohammed in der Bibel ist oder sonst was, sondern Warnungen, direkte Warnungen. Eine Warnung ist, Jesus sagte, und ihr werdet auf der ganzen Welt gehasst werden und sie werden, der Tag wird kommen, an dem sie euch töten werden, um meinen Gott einen Dienst zu erweisen. Wer tötet die Christen und die Juden von Anfang an und meint Allahu Akbar? Ja, die Muslime. Offenbarung 20. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren. Okay, ihr könnt mir alle sagen, natürlich, so irgendwann in Zukunft werden wir vielleicht von Lasertechnologie oder von Nuklearwaffen oder durch irgendwelchen Blödsinn AI-Roboter oder sonst was vernichtet werden. Keine Ahnung. Aber in Offenbarung steht da, wir werden enthauptet werden. Welche Religion und welcher Zusammenhang durch Terror enthauptet uns Christen von Anfang an? Der Islam. Gibt keine andere Ideologie, die uns das antut. Da steht in Offenbarung 20, sie werden euch enthaupten. Ich sah die Seelen derer vor dem Thron Gottes des Lammes, die enthauptet worden waren um das Wort des Zeugnis will. Was ich glauben werde, dass wenn das Kalifat ausgebreitet wird, der Antichrist durch die Könige der Erde den Menschen verführen wird, dann kommt das Mahlzeichen, das sichtbare Mahlzeichen und das unsichtbare, nämlich die Shahada. Wenn die Muslime an die Macht kommen, wenn wir entrückt werden nach der 3,5 Jahren der Trübsal, wird dann das Kalifat gebildet werden. Bis Offenbarung 19 werden die Muslime, alle islamischen Nationen sich in Israel versammeln, Israel angreifen wollen. Dann kommt der Herr Jesus Christus mit uns und den Engeln. Und dann wird er den Islam vernichten und alle Anhänger der antichristlichen Religion. Und dann kommt das tausendjährige Reich, das Friedensreich. Also es hängt alles zusammen. Es gibt eine Religion für die Wahrheit, für das ewige Leben und eine Religion, die behauptet auch die letzte Botschaft zu sein aus dem Christentum und alles verleugnet, was die ewiges Leben gibt. Also es macht mehr. Ich weiß nicht. Ich sag euch, man muss sehr, sehr naiv und arrogant, hochmütig, stolz und dumm sein, um das alles zu verleugnen. Wer sich wirklich um seine Seele sich kümmert, wer wirklich seine Seele retten möchte, der soll anfangen mit der Urquelle. Die Urquelle ist die Tora, das Injil. Lies das Injil, mein lieber Muslim, die Bibel und rette deine Seele. Komm zurück! Deine Vorfahren warten auf dich. Deine Vorfahren in Saudi-Arabien, deine Vorfahren im Osmanischen Reich, deine Vorfahren im Persischen Reich, das waren alles Christen. Deine Vorfahren sind im Himmel. Sie schreien, sie sprechen. Wir sprechen aus dem Geiste. Deine Vorfahren waren keine Muslime vor 1400 Jahren. Vor 1400 Jahren waren deine Vorfahren keine Muslime. Bis die Religion der Schlange kam. Besonders die hasserfüllten Muslime aus dem Balkanischen Reich, wie zum Beispiel Bosnien oder Kosovo-Albanien, nicht, dass sie was gegen, ich liebe Albaner, ich liebe auch Jugoslawen so und alles, aber besonders diejenigen, die aus diesem Bereich, aus dem muslimischen Hintergrund kommen, aus Kosovo-Albanien-Muslime oder Bosnien-Muslime, die tun mir am meisten leid von dem Ganzen, weil die sind auf jeden Fall, weil ihre albanischen Großeltern oder ihre bosanischen Großeltern, die sind für die Wahrheit gestorben. Ihr Blut ist vergossen worden für Christus. Und jetzt leben sie in der feindseligen Religion. Was? So schlimm. Das wäre, als würde deine eigene Schwester vor deinen Augen vergewaltigt werden und du jubelst noch den Feind an dafür. So sind das diejenigen, die jetzt dieser Religion nachgeiern. So in der Art. Wie schlimm und pervers muss sowas sein, dass du weiterhin dir in das in der Religion antust.
nicht nur, dass sie auf jeden Fall das gut finden, sondern sie feiern das sogar. Und wenn man ihnen das sagt, dann geht es hier raus, hier rein. Ein kluger Muslim ist ein Ex-Muslim. Mehr sage ich nicht. Ein kluger Muslim ist ein Ex-Muslim. Einer, der sich mit der Thematik ausgesetzt hat. Einer, der wirklich, wie der eine Bre gesagt hat, ich habe mies recherchiert. Flache Erde, runde Erde, Ägypten und Dingens. Kennt ihr den? Ich habe mies recherchiert. Ja, dann recherchier mal mies. Ne? Über die Wahrheit. Wieso liest du jetzt die Schlachter nicht mehr? Ich lese die Schlachter schon privat. Ich lese jetzt die Luther 21, weil sie der Schlachter am ehesten ist und noch besser für mich ist als die Schlachter mit den Worten aus dem 21. Jahrhundert für unsere Generation. Es ist 1:1 wie die Schlachter, nur mit diesen neuen Worten halt. Ne? Bruder, wieso blonde Haare? Wie kommt's? Ich kann mir sogar blaue Haare machen. Es gibt keine. Wie sagt man? Wie hat Paulus gesagt? Ansehen der Person. Und das sage ich auf jeden Fall aus ganzer Liebe und ganzem Respekt. Ihr werdet alle mit eigenen Augen sehen, falls wir wirklich die letzte Generation, ich denke auf jeden Fall, wir sind die letzte Generation, wie das passieren wird. Habt ihr das Video gesehen, Hamburg, was da passiert ist? Takbir, Allah Akbar und bam und bam und bam. Es war auch ein Plan der Elite, die Grenzen auch zu öffnen. Ne? Es war alles von Mama Merkel, alles. Ich bin kein Rassist, ich bin für Menschen, die in Deutschland, Österreich und Schweiz kommen, sich rein integrieren und das alles. Aber es war der Plan der Elite, den Westen überzuschwemmen mit den ganzen Flüchtlingen. Ganz klar, im Plan der Elite für die Endzeit. Die ganze Flüchtlingskrise und alles von Jahre 2009 bis heute ist ganz klar ein Plan der Elite. Damit der Islam dann, wenn der Mahdi und alles kommt, zur Weltbeherrschung auch vollzogen wird, im schnellen Durchgang, in dem die Muslime jetzt schon herrschen. Ganz klar ist die ganze Flüchtlingskrise ein Plan von der Elite. Warum so eine gereizte Antwort, war nur eine Frage. Ja, was soll ich dir denn sagen? Was soll ich dir denn sagen? Warum blonde Haare? Warum nicht? Das nächste Mal kann ich ja, warum nicht? Ist doch keine gereizte Antwort. Nur weil ich gesagt habe, es gibt keine andere Person, ne? Ich weiß nicht, wie eine Freundin retten kann. Du kannst überhaupt nicht retten. Du kannst durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt, auf jeden Fall das Wort verkündigen und was Gott mit den Samen macht, das ist Gott überlassen. Deine Aufgabe ist, zu evangelisieren. Wenn du möchtest, dass jemand gerettet wird und für die Person zu beten. Das Wort verkündigen und beten. Doch im ersten Moment schon, aber sehr egal. Tut mir leid, falls es so rübergekommen ist. Ich hatte einen langen Tag. Hi, Gottes Segen. Was habe ich, Bruder? Sie lehnt es ab. Danke, Sine, für den Cowboy-Hut. Du redest von einer Freundin. Jetzt versetz dich mal in meine Position. Einer, der die Bibel kennt. Einer, der
die endgültige Position eines Menschen kennt, der verloren geht und dann in die Feuersee kommt. Ich, der eine Großfamilie hat und alle meine Familienmitglieder von Hunderten von Menschen, alle Muslime sind. Wie glaubst du, geht es mir? Ganzer Liebe und ganzer Respekt. Wie glaubst du, geht es mir? Wenn ich weiß, dass einer, der nicht Christus hat, in die Feuersee kommt. Wo ist? Hier. Was sagt ihr, Leute? Ich habe dir sogar jetzt den Bizeps gegeben, nicht nur den hier. Trizeps platzen. Das Ding ist, zum Thema wahrer Glaube und Christentum, Islam, Judentum und so weiter. Wie gesagt, die Urquelle, die Tora, musst du dir anschauen, das ist die Urquelle. Wenn man behauptet, das Letzte zu sein von dem Puzzle, dann sollte man auch schauen, ob diese Lehre von der letzten Botschaft anscheinend sich identisch aufteilt von der Urquelle. Wenn es identisch ist und die gleiche Lehre ist von den alten Propheten und so weiter, dann kann man sagen, okay. Aber wenn dann die letzte Botschaft von den Muslimen, die anscheinend sich nicht identisch verhält mit dem Gottesbild von Jahwe, von den alten Propheten, von der Lehre des Engel Gabriels, von der Lehre Jesajas und so weiter und von Gott, dem Vater persönlich und von dem Sohn Gottes persönlich und so weiter. Wenn das nicht identisch damit ist, dann lehne ich es dankbar ab, denn die Bibel warnt uns vor einem verfluchten Evangelium. Wenn wir Menschen oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkündigen, als ich das Evangelium, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Und was ist das Evangelium, was wir von Anfang an haben, nämlich Markus 1,1, das ist das Evangelium Jesu Christi, dem Sohne Gottes. Und darum sagen auch die Aposteln, darum haben wir euch geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr auch weiterhin an seinen Namen glaubt und das ewige Leben habt. Die Aposteln warnen uns vor einem falschen Evangelium. Und darum kann ich Mohammed laut der Bibel als den falschen Propheten identifizieren, als den Verfluchten, der durch einen gefallenen Engel, 2. Korinther, ganz klar der Satan, sich als Engel des Lichts verkleiden kann und den Menschen täuschen kann. Und darum lehne ich es dankbar ab, durch das Wort Gottes, 100%. Wer die Bibel kennt, der weiß, dass der Islam die Religion und die größte Religion des Antichristen ist. Und das sage ich nicht, weil ich dich ärgern möchte oder weil ich dich provozieren möchte oder weil ich streiten möchte. Das sage ich ganz klar durch das Wort Gottes. Na, dir ist es überlassen. Jeder vernünftige Mensch, der die Bibel ein bisschen kennt, und ein bisschen Koranwissen oder Sunna-Wissen hat, der weiß auf jeden Fall Bescheid. Ja. Seit wann hast du diese Mädchenhaare? Falls dir das nicht passt, dann such dir doch schönere Haare. Aber ich bin mehr Mann, als du denkst. Warum ist Jesus Gott, wenn Gott ihn zur Welt geschickt hat? Wir glauben an einen Gott, den Vater. Aus dem Vater gezeugt ist der Herr Jesus Christus gezeugt. Nicht geschaffen, wahre Gott von wahren Gott. Der Vater sendet den Sohn durch den Heiligen Geist. Wir glauben an einen Gott und dieser Gott offenbart sich in drei Personen, nämlich den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Der Vater sendet den Sohn durch seinen Geist. Wie auch bei der Taufe, nachdem Jesus sich getauft hat, der Himmel sich geöffnet hat, der Vater spricht zum Sohn, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und der Vater sendet den Geist in einer physikalischen Form, das ist eine Taube, und die bleibt auf dem Sohne Gottes bleiben. Und dann sieht Johannes das. Und Gott hat zu Johannes gesprochen, dass wenn du eine Person siehst, die
in Form einer Taube den Heiligen Geist offenbar wird. Das ist derjenige, der mit Heiligen Geist taucht. Und das ist der Christus, der Sohn Gottes. Und dann sagt Johannes, und ich habe gesehen und ich bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Dass nämlich Gott ist allgegenwärtig und allmächtig und Gott ist Geist, laut der Bibel. Und weil Gott Geist ist, ist Gott unsichtbar. Und weil Gott Geist und unsichtbar ist, ist Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der sichtbare Gott, das Wort, das Logos, das ins Fleisch gekommen ist. Ganz einfach. Du hast eine schöne Löwenmähne. Dankeschön. Jesus, Gott bitte erläutere, warum Jesus äußere nicht so wissen, wann der jüngste Tag ist. Das ist nichts Schlimmes. Wenn der Sohn sagt, ich kenne die Stunde nicht und du dann behauptest, Jesus Gott, das Wort Gottes in Fleisch manifestiert, gestorben für die Sünden der Welt, auferstanden und das alles von Anfang bis Z alles erklärt. Wenn ich als Moslem das höre von einem Ex-Moslem, wie ich gerade in dritte Person spreche, dann würde ich nicht beleidigen, ich würde nicht verfolgen, sondern ich würde zuhören. Dann würde ich das tun, was Allah im Koran sagt, nämlich zurück zu den alten Schriftgelehrten, zum Injil gehen und das alles prüfen. Und nicht hier hirnlos dann fragen nach halbe Stunde, nachdem ich Sachen gesagt habe für die Wahrheit und du dann sagst, ob ich Schweinefleisch esse, um Gottes Willen. Da schmerzt mir schon auf jeden Fall. Da ist schon die Schmerzgrenze bei mir auf jeden Fall. Da denke ich mir manchmal, rede ich mit Wände oder rede ich für Wände oder rede ich für die Katz oder was mache ich da? Ich sag's euch. Unglaublich. Aber dann kannst du mir sagen, wo genau in der Bibel das steht mit der Kaaba. Da steht nichts persönlich mit Kaaba. Das ist alles symbolisch geschrieben in Offenbarung. Also kannst du mir auf Instagram schreiben, dann schicke ich dir die Videos zu dem Thema mit der Hure Babylon. Offenbarung 18 und dann Offenbarung 19, weil wie das mit dem Islam auch ein bisschen zusammenhängt, mit dem Bild des Tieres und so weiter. Nicht jeder ist meiner Meinung, aber für mich ist es die einzige logische Ansicht in dem Bereich. Gott segne dich auch, mein Lieber. Als Zeuge Jehovas kann man doch nicht sagen, dass man Christ ist, oder? Ein Zeuge Jehova ist kein Christ, nein. Ein Christ glaubt an die Lehre des Christus und die Lehre des Christus ist, dass Christus ein Wesen und eine Essenz mit Gott dem Vater ist, Hebräer 1,2, nämlich, dass die ganze Fülle der Gottheit in Christus Jesus wohnt, dass Jesus von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, dass das Wort Gottes Gott ist und dass Gott das Wort Fleisch wurde und nicht die verfälschte Bibel von den Zeugen Jehovas. Dementsprechend sind Zeugen Jehovas irre Lehrer, falsche Propheten, falsche Bibel, falschen Jesus predigen sie und ein falsches Evangelium predigen sie. Zeugen Jehovas sind eine Sekte, ja. Zeugen Russe. Wie kriege ich meinen Ex-Freund wieder? Jetzt sage ich euch was. Soll ich sagen? Oder ich will mit dem Thema jetzt nicht anfangen, Beziehungen. Wenn ich da anfange, ich könnte reden bis morgen. Ich kann dir einfach nur sagen, wenn er ein Mann Gottes ist, wenn er für die Bibel lebt, wenn seine Priorität Christus ist und sein Reich ist, dann, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Dann hol ihn dir zurück, dann bete dafür, dann heide. Mach ein Date. Wenn er kein Mann Gottes ist, wenn er nicht einmal Christ ist, dann adios amigos muchacho und auf Wiedersehen. Ich als Christ würde niemals eine Frau wollen und erst recht nicht der Geist Gottes würde dich nicht dazu leiten, einen Nichtchristen zu heiraten. Der Wille Gottes und durch den Geist Gottes ist für dich einen gläubigen Mann zu haben und der Wille Gottes für dich als gläubiger Mann eine gläubige Frau zu haben. Ich glaube, sie nehmen dich nicht ernst. Ist mir egal, ob sie mich nicht ernst nehmen. Ich suche nicht die Ehre der Menschen so.
Rede ich jetzt für Menschen, dann wäre ich kein Knecht des Christus, wie Paulus sagt. Weil ich aber nicht für Menschen rede, sondern für Gott bin ich ein Knecht des Christus. So, ist ihnen überlassen. Du bist der Beste. Nanska, Gott segne. Also wie gesagt, ein Mann Gottes wird dich ehren, wird dich lieben, wird dich nicht verlassen. Ein Mann Gottes wird dich im Geiste bekräftigen. Ein Mann Gottes wird dich begleiten, in guten wie auch in schlechten Zeiten, bis der Tod euch scheidet. Wie auch eine Frau Gottes dich nicht verlassen. Gottes dich nicht verlassen. Gottes dich nicht verlassen. Für dich Religion ist Werksgerechtigkeit und so weiter, okay, dann bin ich gegen Religion. Wenn das für dich Religion ist, ich bin gegen Religion. Aber Religion ist nicht einfach nur eine gewisse Konfession. Ja. Hab leider ein Ex, aber beide sehen nicht, oh Jesus, ach, wie voll das. Ja, du, weil du bist ein Löwe. Russian Wave. Möge der Herr Jesus Christus dir eine gläubige Frau schenken. Es gibt viele Deutsch-Russinnen. Gibt es bestimmt eine tugendhafte biblische Deutsch-Russin für dich? Bete einfach mal dafür. Es gibt genug Frauen, die nach dem Willen Gottes leben. Ich hatte Pech mit Männern lange, aber jetzt habe ich seit 7 Jahren endlich einen tollen Mann. Es freut mich, Erika. Möge der euch segnen. Danke, danke. Zum Glück 4 Jahre später eine russische Frau an meiner Seite. Ja, das mag ich. Das finde ich gut. Russische Frauen, die gottesfürchtig leben, ist gut auf jeden Fall. Die verstehen auch, was es heißt, eine Beziehung und eine Ehe zu führen. Und nicht diese Hollywood-Liebe. Die meisten Frauen wollen diese Hollywood-Liebe, die Gott halt nicht kennt. Ne? Diese Schmetterlinge im Bauch. Ja, aber sobald das Kind dann scheißt und isst und wieder scheißt und dann 4 Uhr aufstehen, 3 Uhr aufstehen und dann kommen plötzlich keine Schmetterlinge mehr und du nur nach Gefühlen ausgerichtet bist. Die Liebe ist nicht nur ein Gefühl, Liebe ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung tagtäglich, deinen Mann oder deine Frau und deine Familie zu lieben. Gott ist Liebe und Gottes Liebe ist geoffenbart worden, dass Gott in Tat und Wahrheit seinen Sohn gesandt hat. Gott hat nicht nur gesagt, ich liebe dich, sondern Gott hat es bewiesen. Gott hat nicht nur gesagt, ich bin Liebe, sondern Gott hat seine Liebe bewiesen, indem er seinen Sohn gesandt hat. Er hat in Tat und Wahrheit umgesetzt. Darum, Liebe ist eine Entscheidung. Jesus sagt, Herr, nimm den Kelch von mir, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jesus hat sich dazu entschieden für die Kreuzigung. Jesus hätte auch gesagt, wisst ihr denn nicht, dass die Macht mir gegeben ist, dass ich eine Legion von Engeln befehlen kann und sie mich herausretten aus dieser Stunde? Liebe ist eine Entscheidung. Freier Wille ist Liebe. Gott hat uns zu keinen Roboter gemacht. Lucifer war auch kein Roboter. Lucifer hat durch seinen freien Willen ganz klar sich für das Böse entschieden und gegen Gott rebelliert. So. Wir sind keine Roboter. Ich dachte, Jesus Gott, zu wem hat er hergegeben? Auf jeden Fall, dass im Umkehrschluss sie alle gegen das Kreuz und gegen Christus.
Christus sind, wie auch die Entertainment-Schiene, wie auch diese ganzen Universal oder Disney oder im Umkehrschluss in allen Bereichen findest du immer Feinde des Kreuzes, egal. Im Islam, ganz klar, der Teufel wurde durch das Werk des Kreuzes gerichtet. Die Bibel sagt uns, mein lieber Muslim, dass der Satan durch das Werk am Kreuz gerichtet worden ist. Darum musste der Satan eine neue Religion gründen, um das Kreuz zu verleugnen, den Sohn Gottes zu verleugnen und alles, was die ewiges Leben gibt, zu verleugnen. Und das hat er geschafft, 600 nach Christus, durch die Lehre Mohammeds, an dem der Satan sich als Engel des Lichts verkleidet hat, im Berg Jabal in der Höhle von Hira und ihn ein verfluchtes Evangelium laut Galater 1,8 verkündigt hat. Ist prophezeit worden von der Bibel. Und gewarnt vor der Bibel, vor diesem verfluchten Evangelium, von diesem Schwachsinn. Ja, und wer Ohren hat, der höre. Und wer keine Ohren hat, der bleibe weiterhin stumm. Denn wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Wer nicht aus Gott ist, der hört sie nicht. Denn ein Blinder kann keinen Blinden führen. Die beiden werden in die Grube fallen. Ne? Du kannst nicht als ein Antichrist die Wahrheit aussprechen und den anderen Antichristen Wahrheit aussprechen und sagen, möge Allah dich recht leiten. Nein, nein, nein. Ein Blinder kann keinen Blinden führen. Möge Jesus Christus dich recht leiten. Du hast keine Ahnung. Du hast ein paar Sachen nur auswendig gelernt. Ich habe von diesen Sachen gar nichts auswendig gelernt, sondern auf jeden Fall, das ist natürliches, menschliches Gehirn. Und Gott hat uns ein Gehirn gegeben und durch dieses Gehirn können wir nachdenken, was gut und böse ist. Licht und Dunkelheit. Ne? Was ist wirklich die Wahrheit? Was ist die Lüge? Und wenn du wirklich deine Seele retten möchtest und wirklich ins Licht möchtest, dann folgst du Christus nach, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherwandern, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ne? Wenn du diese Worte hörst, aber nicht glaubst, dann richtest du dich selber. So. Sag mal PSN-Namen. Arthur, ich habe keine PlayStation. Lasst euch nicht täuschen. Eben. Wow, das war knapp. Wer hat Adam und Eva erschaffen, meinst du? Die Bibel sagt uns, dass Gott durch sein Wort alles Sichtbare und Unsichtbare geschaffen hat. Wer ist Gott? Gott ist Gott. Wer ist sein Wort? Sein Wort ist sein Wesen, seine Essenz. Wer ist das Wort und seine Essenz? Gott selbst. Im Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Das bedeutet, wir haben hier zwei Personen, nämlich das Wort und Gott. Und dann sagt uns das Ende, dass das Wort Gott selbst ist, nämlich das der Vater durch sein Wesen, durch seine Essenz, durch seinen Sohn, durch sein Wort die Welt geschaffen hat. Was bedeutet Gott? Gott ist eine Bezeichnung für ein Wesen, das ein Designer, ein Erschaffer ist. Wie Theos im Griechischen ist Gott Theos, so ihr auch im Germanischen Aberglaube das Wort Gott, ne? Designer, ja, Designer. Ein Designer, der die Welt designt und entworfen und geschaffen hat. Ganz normal. Du bist designt, du bist nicht ein vom Affen, du bist auch nicht vom Urknall,
Du bist auch nicht irgendwie leere Materie, sondern du bist designed worden, du bist geschaffen. Was war der Grund, weshalb du konvertiert bist? Hat es deine Begegnung begonnen? Ich hatte eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, mit Gott, ja. Ich weiß, dass Jesus Gott ist, auch ohne die Bibel. Ne, ich weiß, dass Jesus Gott ist. Aber auch nicht nur das, sondern wenn man sich das dann vergleicht. Und wenn man als rationaler, logischer Mensch über seinen Horizont nachdenken möchte und nicht einfach blind einer Religion nachfolgen möchte, wie die meisten Muslime einfach die Ehre der Eltern suchen und ihre Familientraditionen und Religion nachfolgen möchten, wer wirklich über den Horizont nachdenken möchte und einfach im Umkehrschluss die Wahrheit finden möchte, der wird Christus finden. Egal in was für einem Lebensbereich oder einem Kontinent oder Land, wenn du wirklich die Wahrheit suchen möchtest, wirst du Christus finden. Wer wirklich vom ganzen Herzen Gott sucht, wird Christus finden. 100%. Und ich lege da meine Hand ins Feuer. 100%. In Jeremia steht ganz klar, Prophet Jeremia, wer mich vom ganzen Herzen sucht, wird mich finden. Und wer Gott mit ganzem Herzen sucht, wird Christus finden. Und da ist egal, was du behauptest. Allah, Krishna, Buddha. Buddha kennt nicht den Weg. Mohammed kennt nicht den Weg. Ja, und das Leben haben sie auch nicht. Niemand von denen ist auferstanden von den Toten. Ihr Grab ist voller Staub. Das Grab des Herrn Jesus ist nach 3 Tagen wiederhergestellt. Er hat seinen Körper. Brecht diesen Tempel ab, sagt der Herr, und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Und den Tempel hat er seinen Körper gemeint, nämlich dass sein Körper geschändet wird und als Sühnopfer für die Sünden gegeben wird und nach 3 Tagen ist er auferstanden. So. Wer kann von sich behaupten, dass er und der Vater eins ist? Wer kann von sich behaupten, dass er, wer ihn sieht, Gott den Vater sieht? Wer kann sagen, ich und der Vater sind eins? Wer mich sieht, sieht Gott den Vater? Wer kann sagen, ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung der Schöpfung Gottes? Wer kann sagen, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt Gott den Vater nicht? Wer kann sagen, ich bin die Auferstehung des Lebens? Ich bin das Brot des Lebens. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Licht der Welt. Das ist Gott, der spricht. Das ist Gott selbst, der spricht. Gott sagt, ich bin das Licht der Welt. Gott sagt, ich bin das Brot des Lebens. Gott sagt, ich bin die Auferstehung des Lebens. Gott sagt, noch bevor Abraham war, bin ich. Denn Gott ist das Alpha und das Omega. Glaub mir, zum Thema Magie, Dämonenaustreibung, Exorzismus. Ich sag dir, du kannst den Namen Mohammed machen und schreien 24 Stunden, da wird nichts passieren. Du kannst den Namen Allah Suren aufsagen und alles, das ist alles nur Show. Aber wenn du ein Nachfolger von Christus bist und du im Namen der Autorität des Namens Jesu Christi am Wirken bist, dann siehst du auf jeden Fall, was der Name Jesus Christus für Power hat. Weil ich selber habe erlebt, was der Name Jesus Christus ausrichten kann. Ich habe selber die Herrlichkeit Gottes gesehen, was für eine Power und Kraft hinter dem Namen Jesus Christus steckt. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Das ist das Krasse. Ja. Wenn du Sachen mit eigenen Augen siehst und erlebst, ja. Die Aposteln haben den Gekreuzigten gesehen, sie haben den Auferstandenen Jesus gesehen, sie haben alles mit eigenen Augen gesehen. Sie sind nicht unnötig. Der eine wurde enthauptet, der andere wurde in den Schmelzofen geworfen, der andere wurde auf eine Insel verbannt, der andere wurde von Speeren durchbohrt. Glaubst du, sie sind einfach so gestorben? Nein, sie sind für die Wahrheit gestorben. Sie haben Jesus Kreuzigung gesehen, sie haben die Auferstehung gesehen, sie haben gesehen, dass er zu Rechten des Vaters gesessen ist. Philippus hat den Himmel geöffnet gesehen und Jesus stand auf und vor der Rechten des Vaters ist er aufgestanden. Philippus hat den Himmel geöffnet gesehen und hat Jesus zu Rechten Gottes gesehen. Sie haben alles mit eigenen Augen gesehen. Das ist nicht irgendwie eine Propagandageschichte oder irgendeine historische Lüge. Alles Wahrheit. Ne?
Das war der Teufel, der dich auf den Arm nimmt. Ja, das Gleiche haben die Pharisäer vor 2000 Jahren zu Christus auch gesagt. Durch den Obersten der Dämonen tut er das. Deine Erscheinung war ein Dschinn. Ihr lästert gegen den Heiligen Geist. Ihr tut dieselbe Sünde, die die Pharisäer zum Herrn Jesus Christus auch gesagt haben. Ihr seid genau das Volk, wie die Pharisäer. Die Muslime sind nichts anderes wie neue Pharisäer. Stephanus, tut mir leid, Stephanus. Ich habe jetzt Philippus gesagt. Ich habe Johannes 14 Philippus gesagt. Ne? Nein, ich habe Stephanus aus der Apostelgeschichte gemeint. Wie sitzt er zur Rechten Gottes, wenn er Gott ist? Bin selber Christ, aber klar. Was ich dir sagen ist, Gott ist Geist. Ob der Vater eine Gestalt hat, weiß ich nicht. Da respektiere ich das Thema und sage, ich weiß das nicht. Weil ich liebe meinen Vater, aber Jesus spricht vom Vater. Der Vater ist Geist, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn Geist und Wahrheit anbeten. Ob er zu Rechten des Vaters, ob der Vater dort in einer Gestalt ist oder in einer Form, weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Schlaf gut, mein Lieber. Gott segne. Du Muschrik. Stell dir vor, du kommst in mein Live und gibst so eine Aussage von dir. Schon wieder so eine Gehirnzelle, die fehlt. Jesus Christus, der wahrhaftige Gott. Amen. You know the deal. So Leute, ich werde jetzt offline gehen. 1.22 Uhr. Mir geht es überhaupt nicht gut. Ich wollte eigentlich nur ein, zwei Stunden. Aber ich werde morgen wahrscheinlich online kommen. Morgen erzähle ich ein bisschen von meinem Zeugnis. Nimmt das Plus weg. Morgen erzähle ich ein bisschen von meinem Zeugnis. So. Moment. Ich schreibe mal mein Instagram rein. Welche Uhrzeit? Keine Ahnung. Folgt mir auf Insta. Dort werde ich wieder aktiver sein. Da poste ich meistens immer, wann ich live gehe. So. Dort könnt ihr mir folgen. Schmerzen drin. Habt ihr das gehört? Mein Löwe. Extra für den Russen, Bruder, mach jetzt die Musik wieder. Die anderen verstehen es nicht, aber der russische Bruder versteht es. Yeah.
reicht. So, Galater. Wir beenden den Stream mit Galater. So, Moment. Ich wollte meine Beine anlehnen. Also machen wir nichts sonst. Sonst rutscht das hier auch noch aus. So. Zwei Verse. So. 2,13. Indem wir auf die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilands Jesus Christus warten. Okay, Amen. Haare färben haram, ne? Mohammed, Sahih al-Bukhari, der sein Bart gefärbt hat. Stell dir vor, der hätte seine Intimbereiche auch gefärbt. Dann hättet ihr auch das gemacht und gesagt, das ist Sunnah. Es freut mich, mein Herz, dass ich sehe, dass du auf den richtigen Weg bist und Jesus anerkennst. Gott segne dich, mein Lieber. So, ich muss den Vers kurz suchen. Hier. Da, na, 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 na. Wo ist denn der Vers? Galater, wo war der? Galater 2 oder Galater 3? Wo ist das? Ich muss mir auf jeden Fall das merken. Ich kenne so viele Verse, aber ich habe mir den jetzt nicht gemerkt. Galater 1, Vers 8. Ich meine nicht Galater 1, Vers 8. Ich wollte den Lobpreis suchen. Das anfängt mit Gott, dem Vater. Den werde ich auf Insta auch posten. Ich mag den Vers sehr. Das ist starker Vers. Wenn ich ihn nicht finde, dann sage ich es in meinen eigenen Worten. Aber wenn ich etwas nicht finde, dann bin ich, weißt du, dann bin ich so, ich muss es finden. Wenn ich es nicht finde, dann muss ich es finden. Ich frage nochmal, ist Jesus Gott? Jesus ist Gott. Im Alten Testament, im Neuen Testament, durch die Propheten prophezeit, durch Engel Gabriel prophezeit. Der Vater gibt Zeugnis, dass der Sohn Gott ist. Der Sohn verherrlicht den Vater und so weiter. Der Herr Jesus Christus sagt selber, dass er Gott ist. Johannes 8,24, Johannes 8,58, Johannes 12,45, Johannes 20,28 bezeugt sogar Thomas, der nicht geglaubt hat, dass er auferstanden ist von den Toten und dann die Wunden gesehen hat, dass er dann gesagt hat, mein Herr und mein Gott. Also es gibt
durch Verse, gibt es die Verse, es gibt hunderte Verse für die Gottheit Jesu. Aber ihr werdet die Unverständigen glauben dennoch nicht. Ne? Es muss der Vater den Menschen auserwählen für das ewige Leben. Der Mensch wird auserwählt. Der Mensch wird durch das Verkündigen oder durch andere Lebenssituationen gerettet. Du kannst so viele Verse lesen über die Gottheit Jesus, bringt dir nichts. Selbst die Pharisäer haben nicht nur die Verse gehört, sie haben die Taten des Herrn Jesus gesehen und haben dennoch gelästert und nicht geglaubt. Braucht Gott jemanden, der nach ihm schaut? Wie alt bist du? 12? 14, dass du mir solche 0815 Fragen stellst, bevor ich offline gehe? Braucht Gott jemanden, der auf ihm schaut? Nein, braucht Gott nicht. Ist Gott in einen menschlichen Körper rein inkarniert, reingeboren? Ja. In einem menschlichen Körper bist du in einem menschlichen. Musst du in einen menschlichen Körper aufgezogen werden? Ja. Muss auf dich geschaut werden? Ja. Musst du essen und trinken? Ja. Ist Jesus vor seiner Menschwerdung Mensch gewesen? Nein. Mensch gewesen, tut mir leid für die Aussprache. Nein, eben nicht. Im Umkehrschluss. Traurig. Ich finde den Vers nicht. Ich werde den dann später. Wie kann Gott sterben dann bitte? Aha, Gott kann ja nicht sterben. Amen dazu. Super. Gott wurde Mensch und in einem menschlichen Körper einen menschlichen Tod vollzogen. Ist Geist gestorben? Nein. Ist die Seele gestorben? Nein. Ist der Körper durch einen natürlichen menschlichen Tod gestorben? Ding dong. Super. Kann Gott in seiner ultimativen Allmächtigkeit sterben? Nein. Darum ist Gott auch Mensch geworden, um für die Sünden der Welt zu sterben. Logisches Denken. Ihr habt euren Führerschein, ihr habt einen 5er BMW, ihr habt einen Mercedes, aber ihr könnt das nicht verstehen. Mega interessant. Meine lieben Muslime. Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus wünsche ich euch. Der Herr Jesus Christus segne euch alle. Ich bete für euch alle Muslime wirklich. Möge der Herr Jesus Christus euch die Augen öffnen. Der Herr segne euch. Ich werde für euch beten, jeden Tag.